Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, und einen schönen Nachmittag oder Vormittag aus Linz in Oberösterreich. Mein Name ist Karin Gabriel, ich arbeite bei Ars Electronica und ich darf Sie durch die nächsten 2 Stunden als Moderatorin führen. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen und heute dabei sind beim Creative Europe 2021 bis 2027. Und zwar geht es da um das neue Programm der EU für die Förderung für den Kultursektor und die Film- und Kreativbranche. Und wir wollen Ihnen heute auch ein paar spannende Projekte aus den Bereichen Kultur und Medien näher vorstellen. Einerseits aus Österreich, aber auch aus unseren Nachbarregionen. Bevor wir jetzt nun mit dem inhaltlichen Teil beginnen, würde ich Sie noch gerne auf ein paar organisatorische Aspekte hinweisen. Zuerst hinweg, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und wir werden sie dann nachher online stellen. Ich würde Sie bitten, dass Sie auf den Sprecheransicht umwechseln, falls Sie die Galerieansicht ausgewählt haben. Das können Sie rechts oben in Ihrem Zoom-Fenster machen. Und das hilft Ihnen, damit Sie dann einerseits die Vortragenden sehen, aber auch deren Präsentationen. Des Weiteren würden wir uns freuen, wenn Sie Ihre Kamera eingeschaltet lassen, dann sehen wir auch Ihr Gesicht und nicht nur schwarze Boxen vor uns. Und ich würde Sie bitten, dass Sie Ihr Mikrofon stumm geschaltet lassen, außer bei dem Fragenblock, und darauf gehe ich gleich näher ein. Was Fragen betrifft, so würde ich Sie bitten, einfach technische Fragen im Zoom-Chat zu posten, dann finden Sie rechts unten. Und wir haben 2 Frageblöcke vorbereitet heute für Sie. Und da können Sie dann Ihre Fragen direkt an die Vortragenden stellen. Und zwar geht das über Handheben. Diese Funktion finden Sie rechts unten in der Menüleiste im Zoom-Fenster unter Reaktionen. Also einfach auf Reaktionen klicken und dann Handheben. Was haben wir heute mit Ihnen vor? Wie gesagt, der Fokus liegt auf Creative Europe Media und Best Practice Culture. Und zwar werden wir diese 2 Aspekte vorstellen. Wir haben einige Vortragende eingeladen und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Der erste Frageblock bezieht sich auf Creative Europe Best Practice Media und der zweite auf Best Practice Culture. Genau, und dann würde ich sagen, was noch ein wichtiger Hinweis ist, natürlich ist es uns sehr wichtig, dass wir eine inklusive und geschlechterneutrale Formulierung verfolgen. Aber Sie wissen das sicher auch, dass man oft es vergisst, die weibliche Form auch zu erwähnen, als zum Beispiel Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Also wenn uns das passiert, würde ich Sie bitten, dass uns das verzeihen und dass Sie sich trotzdem angesprochen fühlen. Wie gesagt, wir versuchen, geschlechtsneutral und inklusiv alles zu formulieren. Sehr gut, das war es auch schon von meiner Seite, alle organisatorischen Aspekte. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt einfach mit den Begrüßungsworten. Aber bevor wir das machen, haben wir noch eine Funktion, damit wir auch Sie heute einbinden, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und zwar die Funktion Mentimeter. Die kennen Sie wahrscheinlich eh schon. Das ist eine Online-Plattform, die es uns erlaubt, mit Ihnen zu interagieren und auch Sie ein bisschen näher kennenzulernen. Und zwar schalte ich dann gleich auf Mentimeter um. Sie haben die Möglichkeit, entweder wieder Ihrem Handy oder Ihrem Laptop einzusteigen. Also Sie können diesen QR-Code scannen, den Sie auf der rechten Seite sehen, oder einfach auf www.menti.com gehen und dann den Code eingeben 34110436. Und ich schalte gleich um auf die erste Frage, die wir für Sie vorbereitet haben. Genau. Und die lautet, und ich sehe schon, die ersten Antworten kommen schon rein. Die erste Frage lautet, von wo sind Sie uns denn zugeschaltet? Und falls Sie den Code nochmal brauchen, finden Sie den rechts oben 34110436. Und das Ganze ist auf www.menti.com. Wir wollen quasi von Ihnen wissen, woher Sie zugeschaltet haben, aus welchen Bundesländern in Österreich oder eventuell sogar aus dem Ausland. Ich sehe schon, die Wiener sind stark vertreten heute, wie es ausschaut, aber auch Steiermark. Genau, das gibt uns einfach ein besseres Verständnis, wer denn heute von Ihnen dabei ist und wer sich im Publikum befindet.
Ich warte noch ein paar Sekunden, bevor wir dann zur nächsten Frage weiterschauen. Aber ich glaube, Steiermark und Wien, also das ist absolut, die vertreten Österreich sehr, sehr stark. Gut, dann die zweite Frage und das ist wieder im Mentimeter. Wir schalten einfach weiter. Und zwar geht es da um den Sektor. Also in welchem Sektor arbeiten Sie? In welchem Kulturbereich arbeiten Sie? Sie haben hier die Möglichkeit, das einfach einzutippen und dann wird das als Word Cloud erscheinen und die Antworten, die wir dann besonders groß sehen, beziehungsweise auch in der Mitte, sind Antworten oder ähnliche Antworten, die mehrere Personen abgegeben haben. Und ich sehe schon, jetzt kommen die Antworten rein. Wir haben Performing Arts, Theater, Kulturinitiativen, Filmverleih, Musikvermittlung, Jazz, sehr toll, Kulturmanagement. Musik ist ganz groß in der Mitte jetzt, das heißt, es haben mehrere Leute abgegeben. Filmförderung auch, Tanz. Perfekt, sehr gut. Vielen Dank fürs Mitmachen. Jetzt haben wir einen besseren Überblick, wer uns heute zuschaut. Und in diesem Sinne mache ich jetzt weiter im Programm. Und zwar geht es weiter mit unseren Begrüßungen. Wir haben einige Leute eingeladen aus verschiedenen Bereichen in Österreich für ihre Begrüßungsworte. Und zwar Patrick Schnabel, der Leiter der Abteilung 9 Kultur, Europa, Sport und Sport aus Land Steiermark. Ich glaube, deswegen sind auch so viele Leute aus der Steiermark vertreten. Carola Saktonik, die Geschäftsführerin der IG Kultur Österreich. Katrin Kneißl, die Leiterin der Abteilung Europäische und internationale Kulturpolitik aus dem Bundesministerium für Kultur, Kunst, öffentlichen Dienst und Sport. Und Antonia Rahofer, Filmabteilung, auch aus dem Bundesministerium für Kunst, Kultur und öffentlichen Dienst. Und ich darf jetzt das Mikrofon quasi an euch übergeben, eure Begrüßungsworte. Und wir beginnen in der Reihenfolge, wie es hier abgebildet ist. Also Patrick, Carola, Katrin und Antonia. Bitte. Vielen Dank für die Möglichkeit, ein paar Worte zu sprechen. Es gehört zu einer Tradition, Personen willkommen zu heißen. Die fällt mir zu. Mein Name ist Patrick Schnabel. Wie schon angekündigt, leite ich in der Steiermark die Abteilung Kultur, Europa, Sport. Darf aber auch der gemeinsame Ländervertreter sein für die Aufgaben Kultur und Europa. Heute geht es um Best-Practice-Beispiele, aber auch um dieses Creative Europe neu. Es hat sich ja einiges verändert, beziehungsweise auch verbessert. Es steht mehr Geld zur Verfügung, mehr finanzielle Mittel. Und ich freue mich, dass aus allen Teilen Österreichs eben Künstlerinnen und Künstler, beziehungsweise auch Personen dabei sind, die sich mit den Programmen beschäftigen. Ich freue mich auch, dass alle Sparten, soweit ich es jetzt bei dieser ersten Abfrage sehen konnte, berücksichtigt sind. Die Situation ist es ja in der Regel, dass eben der Unterschied zwischen Theorie und Praxis meistens so ist, dass es in der Praxis dann größer ist, dass dieser theoretische Teil fehlt. Also heute geht es echt darum, Lust zu machen auf solche europäischen Projekte auch umzusetzen. Dass das nicht ganz leicht ist, wird den meisten schon bewusst sein. Aber mein Verständnis oder unser Verständnis von einer modernen Verwaltung ist es, eben mit solchen Personen, die sich um so ein Projekt bewerben, auf Augenhöhe zu sprechen, sie zu supervisieren, sie zu unterstützen. Das hat in den letzten Jahren gemeinsam mit dem Bund, mit den Ländern, auch mit der IG Kultur natürlich, die ja auch heute mitveranstaltet ist, super funktioniert. Die Sandra Kotzowan, die auch aus meiner Abteilung ist, wird heute auch noch einmal über die Alpe Adria Allianz ein Referat halten. In dem Sinne, es geht nicht um die Großworte, es geht um die Projekte. Schön, dass ihr alle da seid und hoffentlich bald einmal wieder analog. Das Digitale ist irgendwie gewöhnungsbedürftig, wenn ich mich das selber so groß anschauen muss. Jetzt werden wahrscheinlich die Ansicht umstellen sollen. Aber in dem Sinne, alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank. Und Carola, ich darf an dich übergeben. Dann übernehme ich gleich. Das waren sehr schöne Worte. Vor allem ja, mit diesem Teil, ja, Kunst und Kultur und das Ganze elektronisch beziehungsweise virtuell ist ein sehr großes Thema geworden. Ich glaube, es wird uns auch noch länger begleiten. Und
Für mich ist es ganz spannend, weil ich ganz neu bin in der IG Kultur, aber eben als Kulturmanagerin und als Künstlerin die Erfahrung gemacht habe, dass internationale Projekte beiden Seiten wahnsinnig bereichernd sind und ein Zweig sind, der lustigerweise durch die Pandemie manchmal leichter geworden ist. Nicht unbedingt in der Produktion, allerdings in der Anbahnung, in der Organisation und in dem Miteinanderarbeiten. Und da hat sich für mich ein Feld eröffnet, wo ich sage, ich hoffe ganz einfach, ganz stark, dass auch unsere Mitglieder, Mitgliederinnen da neugierig drauf werden, sich drüber trauen. Es ist manchmal eine Herausforderung. Wir helfen aber auch bei Herausforderungen. Und einfach sich wirklich neugierig da reinschalten und sagen, ja, wir gehen international, wir gehen europäisch, wir machen, wir tun uns das an, unter Anführungszeichen. Was wirklich wunderbar ist, weil es so eine große Chance ist. Also ja. Deshalb auch von unserer Seite mitveranstalten, weil es etwas Neues eröffnet, das sehr wertvoll ist. Viel Vergnügen heute am Vormittag, ja. Viel Interessantes, Neues und viel Gutes. Vielen lieben Dank, Carola, und ich übergebe an dich, Katrin. Danke vielmals, danke für die Einladung, heute hier eröffnen zu können. Ich freue mich, dass ich viele bekannte Gesichter sehe, die uns ja schon seit vielen Jahren mit tollen EU-Projekten begleiten. Ganz besonders freue ich mich auch über die Kooperation heute mit dem Patrick Schnabel, mit dem Herrn Steiermark. Sandra Kotschuran ist ja auch schon eine langjährige Kooperationspartnerin mit uns, ebenso wie die IG Kultur. Und auch willkommen, Carola, sozusagen im Kreis. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Vielleicht ein paar Worte zu Creative Europe. Creative Europe, wir haben 2018 beim österreichischen Ratsvorsitz mit den Verhandlungen begonnen. Jetzt fast 3 Jahre später hat es gedauert, sozusagen, bis das Programm richtig starten konnte. Das freut uns natürlich, vor allem auch, wenn man sieht, wie sich sozusagen politische Verhandlungen dann in konkrete Projekte, auch in konkreten Projekten niederschlagen. Was sehr erfreulich ist am neuen Programm, dass es wirklich gelungen ist, eine massive Budgeterhöhung herauszuholen. Es ist rund 1 Milliarde höher dotiert als das vergangene Programm. Es hat natürlich auch sozusagen, es gibt natürlich auch eine inhaltliche Ausweitung. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass die Chancen für viele ihrer Kulturprojekte sehr, sehr gut stehen, hier neue Kooperationen eingehen zu können. Wie Sie vielleicht wissen, sozusagen stellen wir Kofinanzierungen zur Verfügung. Und wenn Sie ein konkretes Projekt angehen wollen, am Radar haben, schon Planungen vielleicht ein bisschen ausgereifter sind, scheuen Sie nicht, auf uns zuzukommen. Je früher wir sozusagen auch über Projekte Bescheid wissen, desto besser können wir das auch in unsere budgetären Planungen mit aufnehmen. Ganz besonders freut mich auch, und damit bin ich schon fast bei der Überleitung, wir wollen jetzt nicht diese Begrüßungszeit überstrapazieren, die Kooperation mit dem Film. Wir machen immer die Erfahrungen, dass es je mehr wir uns anderen Kunstsparten, Kulturbereichen öffnen, desto besser ist es für alle. Es ist immer eine spannende, interessante Auseinandersetzung. Wir können viel voneinander lernen. Und ich freue mich schon, so wie auch Patrick Schnabel gesagt hat, auf die Best Practice Beispiele. Alles Gute und viel Erfolg. Vielen lieben Dank, Katrin. Und last but not least, Antonia. Ja, vielen herzlichen Dank, Antonia Rauhofer. Ich bin in der Filmabteilung des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. Ich freue mich auch, heute hier mit dabei zu sein. Ich freue mich sehr über die Kooperation und diese gemeinsame Veranstaltung. Das ist immer eine gute Sache, weil man mehr Leute dadurch erreichen kann. Ich freue mich über das Interesse. Und wir stehen auch sozusagen, meine Kollegin Esther Strauss vom Creative Europe Media, vom Creative Europe Media Desk im österreichischen Filminstitut steht mit Rat und Tat zur Seite für Detailfragen zu den Projekten und der Antragstellung. Vieles hat sich geändert, manches bleibt gleich. Ich denke, dass das Bewährte vor allem gleich bleibt. Und uns freut es natürlich, dass mehr Mittel zur Verfügung stehen. Der Netzwerkcharakter ist ein roter Faden, der sich durchzieht durchs neue Programm, sozusagen die verstärkte Kooperation zu betonen und weiter auszubauen. Ist ein wichtiges Anliegen. Die Filmfestivals legen hier schon sehr
schön und klar vor, wie gut eine Länder- und auch manchmal spartenübergreifende Zusammenarbeit aussehen kann. Das freut uns sehr. Es wird in den nächsten Jahren nach wie vor oder dieses kommende Jahr nach wie vor die Möglichkeit geben, Einzelfestivals zur Förderung einzureichen, aber auch die verstärkte Zusammenarbeit von Festivals wird immer mehr an Bedeutung gewinnen in diesem Programm. Ja, im Sinne der Vernetzung ist es, wie gesagt, toll, dass wir heute alle gemeinsam hier sind. Das sind die Vorteile des digitalen Zusammentreffens. Ich wünsche eine gute Veranstaltung und alles Gute für die Projekte, die da jetzt auf den Weg gebracht werden. Danke. Vielen lieben Dank auch nach alle für die einführenden Worte. Und wie eingangs erwähnt, haben wir heute zwei Bereiche, die wir besprechen. Einerseits Medien, also Media und Culture, Kultur. Und wir beginnen mit dem Bereich Media. Und ich darf Esther Kraus zu mir bitten. Die arbeitet beim die ist die Creative Director für den Europe Desk Media. Und sie wird jetzt uns einen Überblick über diesen Bereich geben. Aber bevor ich an dich übergebe, Esther, schauen wir uns an, was denn so in den letzten 30 Jahren passiert ist. Vielen Dank. Danke, Karin. Danke euch allen für die netten einführenden Worte. Ich begrüße euch alle sehr herzlich. Ich freue mich, dass so viele so zahlreich da sind. Ich betreue das Creative Europe Media Desk Österreich und sitze im Österreichischen Filminstitut und stehe dort für Fragen und Informationen zum Mediaprogramm zur Verfügung. Wie wir schon gehört haben, die beste Nachricht am neuen Programm ist ja, dass das Budget erhöht wurde. Für den Mediabereich bedeutet das, dass jetzt 1,4 Milliarden Euro für die nächsten 7 Jahre zur Verfügung stehen zur Unterstützung von Projekten im Filmbereich. Es gibt wirklich einige Neuerungen in diesem neuen Programm. Wir freuen uns, dass jetzt dass die Calls für dieses Jahr bereits veröffentlicht sind und man auch schon Anträge stellen kann. Also alle Calls, die im Jahr 2021 veröffentlicht werden sollten, sind nun online. Und welche das sind, darüber werde ich Ihnen jetzt gerne einen kurzen Überblick geben. Das Creative Europe Programm wurde für die neue Periode ein wenig umstrukturiert. Die Bereiche heißen zum Teil anders und es sind auch neue Bereiche dazugekommen. Da würden wir Ihnen jetzt gerne eine kurze Animation zeigen, die einen Überblick über die Programmstruktur im neuen Creative Europe Programm gibt.
Vielen Dank. So, dann teile ich jetzt meinen Bildschirm. Der Mediabereich, also hier ist nochmal die Struktur im Überblick. Der Mediabereich ist ab jetzt in 3 Cluster eingeteilt. Den Content Cluster, den Business Cluster und den Audience Cluster. Im Content Cluster finden sich die Förderungen für Produzentinnen und Produzenten. Hier werden einerseits Projekte gefördert, die als Co-Development eingereicht werden können. Das heißt, 2 Produzenten, Produzentinnen aus unterschiedlichen Ländern schließen sich zusammen, um ein Filmprojekt zu entwickeln. Im Slate Development kann eine Filmproduktionsfirma mehrere Projekte gleichzeitig einreichen, die im Entwicklungsstadium sind. Das gibt so einen guten Polster, um in Ruhe und ausreichend finanziert weiterzuentwickeln. Es wird auch gefördert, die Koproduktion im TV-Bereich, also europäische TV-Koproduktionen werden gefördert. Und ab 2022 gibt es auch wieder einen Call für Videogames, für die Entwicklung von Videogames. Die Filme, die gefördert werden, müssen für alle Förderungen Spielfilmlänge haben, aber es werden alle Genres gefördert, Kinofilme, Animation, Dokumentation und verstärkt, was man an den zugewiesenen Budgets für die Förderschienen besonders merkt, ganz verstärkt hervorgehoben wird der TV- und Online-Content, also TV-Serien und TV-Filme, die für Fernsehen oder für den VOD-Bereich produziert werden, können gefördert werden. Im Business Cluster wird einerseits werden Weiterbildungsorganisationen für Medienschaffende gefördert im Bereich Talents and Skills. Für alle, die das Mediaprogramm kennen, dieser Bereich hieß bis dato Trainings. Es werden auch Filmmärkte, Filmmessen, Vernetzungsaktivitäten für europäische Film- und Medienschaffende gefördert und auch die Verleihförderung fällt zum Teil in diesem Bereich, Förderung für Verleih und Verkauf von europäischen Filmen. Und im Bereich Innovative Tools geht es darum, dass digitale oder innovative Tools für die Filmbranche, für die Business-Seite, für die Vernetzung von der europäischen Filmindustrie entwickelt und vorangetrieben werden sollen. Der Audience Cluster, hier findet man zum einen das Kinonetzwerk, das von Media gefördert wird. Das ist das Europa Cinemas Kinonetzwerk. Das haben Sie sicher schon gesehen im Kino, wenn ein europäischer Film läuft. In den meisten Kinos läuft vorab der Europa Cinemas Trailer. Das heißt, diese Kinos sind Mitglieder im europäischen Kinonetzwerk Europa Cinemas. Die Förderung für europäische Festivals ist im Audience Cluster zu finden. Da haben wir ein schönes Beispiel hier, die werden Sie später noch kennenlernen. Und Netzwerke von VOD-Plattformen werden hier unterstützt. Das ist ein Bereich, der ganz stark vorangetrieben werden soll, um hier den großen bekannten US-Netzwerken was entgegensetzen zu können.
Außerdem werden zum Beispiel Filmvermittlungsinitiativen gefördert, die auf europäischer Basis zusammenarbeiten. Und in Films on the Move, das ist der zweite Förderbereich, früher bekannt als Selective Distribution, für den Verleih von europäischen Filmen. Der Cross-Sectoral Bereich ist das dritte Teilprogramm neben Media und Culture im Creative Europe Programm. Hier gibt es zwei Bereiche, in denen es dieses Jahr Calls gibt. Das ist einerseits das Creative Innovation Lab, wo Projekte gefördert werden, die die Kreativsektoren und technologische Ansätze verbinden. Der zweite Call, der dieses Jahr stattfindet im Bereich News Media, auch ein neuer wichtiger Förderbereich im Creative Europe Programm, wo es um Qualitätsjournalismus geht, um bessere europäische Zusammenarbeit der Presseorganisationen. Hier gibt es dieses Jahr einen Call zu Journalism Partnerships, wo eben die Zusammenarbeit von Presseorganisationen europaweit unterstützt werden soll. So, das war schon der Überblick über die Förderbereiche. Es gibt ja noch die Prioritäten, die sich die EU für die nächsten Jahre, die für die EU die nächsten Jahre ganz wichtig sind, und diese Prioritäten spiegeln sich auch in den Förderprogrammen nieder. Das bedeutet für alle antragstellenden Unternehmen im Creative Europe Programm, dass sie für diese Prioritäten auch Strategien vorweisen müssen. Das sind eben zum Beispiel der Green Deal, Stichwort Green Filming oder Green Festivals. Gender Balance ist ein Aspekt, auf den sehr geachtet wird. Das setzt sich auch in den Bewertungskriterien der Projekte nieder. Also alle Projekte müssen für diese Prioritäten Strategien vorweisen und darlegen, dass sie sich darüber Gedanken machen und dass sie Rücksicht nehmen auf diese Aspekte. Ebenso Diversity und Inclusion. Noch engere Kooperation innerhalb Europas ist ein wichtiger Aspekt, der sich in allen Förderbereichen widerspiegelt. Und alle Projekte, die bei Creative Europe eingereicht werden, müssen einen sogenannten European Added Value vorweisen. Das heißt, sie müssen eine europäische Dimension in irgendeiner Form vorweisen. Zum Beispiel durch die Zusammenarbeit, aber auch zum Beispiel, weil sie sich an ein europäisches Publikum richten in mehreren Ländern. Gut, ich habe noch ein paar Links zusammengestellt mit hilfreichen weiterführenden Clips und Lesestoff. Und ansonsten, wenn Sie Fragen haben, freue ich mich, die in der Q&A-Session zu beantworten. Und Sie erreichen mich unter diesen Kontaktdaten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen lieben Dank, Esther, für diese Übersicht. Und wir schauen uns jetzt ein paar ganz besondere Projekte an aus diesem Medien-Media-Bereich. Und zwar ist das erste Projekt von Arash und Aram Ariahi. Und Arash ist bei uns. Wir werden dich auch jetzt dazu schalten, Arash. Hallo. Perfekt. Und du bist ja gemeinsam mit deinem Bruder sehr aktiv in der Filmszene. Ja, Arash und Aram haben nämlich eine der aktivsten kreativen Produktionsfirmen in Österreich. Deren Filme sind mehrfach ausgezeichnet worden und zum Beispiel hat der Film Fuchs im Bau 2021 die Diagonale eröffnet. Ihre Projekte verstehen es, gesellschaftspolitische Themen auf unterhaltsame, aber auch respektvolle Weise zu behandeln. Und ich freue mich schon jetzt auf deinen Beitrag, Arash, und wir haben auch einen Trailer vorbereitet zu eurem Film Golden Girls. Gib mir einfach Bescheid, wenn ich diesen Trailer einspielen kann. Hallo, danke für die Einladung. Mein Bruder entschuldigt sich, wir sind gerade parallel gerade beim Torino Series Lab und er ist gerade im anderen Zoom und ich bin jetzt gerade da. Das ist der Vorteil, wenn man zu zweit ist.
Einen Moment, ich mache mein Fenster zu, es ist, glaube ich, zu laut. Okay. Ja, ich glaube, das Showreel brauchen wir uns nicht unbedingt anschauen, weil das ist irgendwie eher für Werbung und so weiter. Aber wir könnten auf die Webseite kurz gehen. Das ist aktueller. Unsere Firma gibt es seit Ende der 90er Jahre. Und zuerst waren wir eine Gruppe von Jungs, da war mein Bruder noch klein, Teenager vielleicht. Und wir haben damals keine, also wir haben uns überlegt, wie können wir uns nennen, und waren halt irgendwie 3, 4 alte oder junge Männer, die müde waren und haben gedacht, wenn es so weitergeht, werden wir einfach in 50 Jahren da sitzen, werden wir die Golden Girls aussehen, und haben dann beschlossen, wir nehmen das einfach als vorläufigen Namen, den wir irgendwann ändern können. Er ist gendergerecht, kompensiert die Tatsache, dass damals keine Frauen dabei waren. Inzwischen sind zum Glück mehr Frauen bei unserer Firma als Männer. Wir kommen beide also wir sind beide im Iran geboren, sind als Kinder von politischen Flüchtlingen nach Österreich gekommen, Anfang der 80er Jahre. Und irgendwann habe ich dann mit zwei Freunden, also ich habe in der Schule angefangen, Kurzfilme zu machen mit meinem besten Freund damals. Und so bin ich eigentlich zum Film gekommen. Und wir haben dann gemeinsam beim ORF in der Jugendredaktion damals in den 90ern viele Beiträge gemacht und sind Autodidakten, haben diverse Kurse gemacht. Und für mich waren auch diese Workshops, die angeboten worden sind, zuerst in Österreich, also vom Drehbuchforum Wien, wie man eine Synopsis schreibt, wie man ein Treatment schreibt und so weiter, waren eigentlich meine ersten Schulen. Und dann habe ich mir eigentlich, meine Ausbildung war durch die Media-Workshops, muss ich sagen, ohne dass ich jetzt hier billige Werbung machen will. aber es war also essentiell zum Beispiel, dass ich mich damals dann für das Media Desk Newsletter inskribiert habe, also drauf mich angemeldet habe und immer wieder eben mitbekommen habe, was es überhaupt gibt für Möglichkeiten. Und so habe ich dann, war ich bei Sources mit 3 Projekten im Laufe der Jahre und habe diese Projekte entwickelt, einen Dokumentarfilm, ein Spiel, 2 Dokumentarfilme und einen Spielfilm. Und dann war ich bei EAWE und vor einigen Jahren auch bei Ace Producers und so weiter. Und so habe ich einfach Schritt für Schritt mein Netzwerk aufgebaut, international auch gearbeitet, auch als Dramaturg dann 10 Jahre lang für Sources gearbeitet. Und zu unserer Firma ist es so, dass wir das Kino einfach lieben und mit Leidenschaft dabei sind. Und die Motivation, die Filme zu machen, die wir machen, ist eigentlich oft immer auch gesellschaftspolitisch definiert. Nie wegen kommerziellen Gedanken oder so, sondern eigentlich immer, weil es ein persönlicher Drang ist, die Filme, die wir entwickeln, zu machen, weil wir alle wissen, jeder Film viele Lebensjahre kostet und man will nicht am Ende seines Lebens zurückblicken und sich denken, okay, ich habe 10, 15 Filme gemacht, die die Leute schon vergessen haben, weil sie einfach nur kurz unterhalten worden sind. Ich sage immer, ich will, dass unsere Filme auch zu Alltagsgegenständen werden, die immer wieder verwendet werden für diverse Schulvorstellungen auf den Unis, wo es einfach Dinge gibt, über die man reden kann, über die man nachdenken kann. Und ja, und so sind wir froh, dass es bis jetzt irgendwie halbwegs geklappt hat. Es ist immer ein Struggle, das wissen alle, die Filme machen. Nach dem Film ist vor dem Film und es gibt nur ganz wenige in Österreich und überhaupt auf der Welt, die quasi jeden Film gefördert bekommen. Wir sind nicht dort, aber wir arbeiten daran, dass wir halt unsere Einreichungen so gut wie möglich machen, dass sie so relevant wie möglich sind. Und auch unser Motto ist auch ein bisschen, dass man eben politisches Kino machen kann, das auch unterhaltsam ist. Also Filme, die in der Geschichte des Kinos gemacht worden sind, von Costa Gavras, Sidney Pollack und so weiter und so fort, die haben eine Haltung gehabt. Und das ist für die Filme, die wir machen, vielleicht ein wichtiger gemeinsamer Nenner. Und ja, und wir hatten eben
dieses Jahr 5 Filme auf der Diagonale. Ich sage kurz was zu jedem, dann ist vielleicht eher einfach der Bogen geschlossen. Also der Eröffnungsfilm war Fuchs im Bau von meinem Bruder. Ein Film über zwei Gefängnislehrer in einem Jugendgefängnis. Das war 10 Jahre Arbeit, also von der Idee bis zum Fertigwerden. Dann gab es einen zweiten Film, Sargnagel, eine Art Mockumentary über die in Österreich bekannte anarchistische Autorin Stefanie Sargnagel. So ein hybrider Film irgendwie, wo sie sich selbst spielt. Der startet im August im Kino. Dann der dritte Film war The Bubble, eine Koproduktion mit der Schweiz. Ein Film, der in Florida spielt, in einem im größten expandierenden Altersbereich, Altersheim, nicht Altersheim, aber eine Gated Community in Florida, in der ältere Menschen hingehen und einfach die letzten Jahre ihres Lebens dort genießen und Party machen und wo keine Kinder erlaubt sind. Sie sind übrigens auch die größten Supporter von Trump. Der vierte Film war Once Upon a Time in Venezuela, eine Koproduktion, bei der wir später eingestiegen sind und die letztes Jahr in Sundance gelaufen ist, wo wir es nicht geschafft haben, aus Österreich Geld aufzustellen, aber wir haben das Projekt dramaturgisch betreut und wir haben durch unsere Infrastruktur, die wir hier haben, die Farbkorrektur und den Schnittprozess des Films quasi in-house finanziert. Die Firma zu haben mit den ganzen technischen Möglichkeiten ist schwierig am Leben zu erhalten. Einerseits, andererseits gibt es uns die Freiheit, dass wir eben solche Sachen machen können. Und der letzte Film heißt Eva Maria. Das ist auch ein Langzeitdokumentarfilm, über 7 Jahre entstanden, über eine Frau mit körperlicher Behinderung, die unbedingt ein Kind haben möchte und es dann auch schafft. Und der Filmemacher ist ihr Betreuer und gleichzeitig Filmemacher, der den Film gemacht hat. Der Film hat auch den Preis der Jugendjury gewonnen auf der Diagonale. That's it. Ja, vielen, vielen Dank für den Einblick, Arash, und liebe Grüße auch an deinen Bruder. Du bleibst natürlich noch ein bisschen bei uns, denn wir haben nachher einen Frage-und-Antwort-Blog, wo die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Fragen an dich, aber auch an unsere anderen Projekte stellen können, die wir jetzt noch vorstellen. Und das zweite Projekt, das ich vorstellen möchte im Bereich Medien, ist Crossing Europe. Ich glaube, das ist allen sehr bekannt, das Crossing Europe Festival. Und bei uns sind jetzt Christine Dollhofer, das ist die Festivalleiterin, und die Leiterin des Pressebüros, Sabine Gebetz-Reuter. Und das Festival zeigt ja immer eine besondere Vielfalt des europäischen Films aus verschiedenen Genren, zu verschiedenen Themen und Ländern. Und seit 15 Jahren ist übrigens Crossing Europe ein Partner vom Media-Programm. Und ich übergebe jetzt an euch beide und ihr gebt uns einen Ausblick und Einblick in das Projekt Crossing Europe. Ja, danke für die Einladung. Wie schon erwähnt, sind wir seit 15 Jahren Teil der Creative Europe-Familie, was uns natürlich wahnsinnig freut. Das war wirklich auch ein Boost für das Festival, sich sozusagen in bestimmte Richtungen zu entwickeln. Neben der Tatsache, dass Linz 2009 europäische Kulturhauptstadt wurde und wir 2004 mit dem Festival gestartet sind, haben diese beiden Elemente uns sozusagen noch stärker in dieses europäische Zentrum gerückt. Wir sind, so wie auch die Golden Girls, wirklich ein sehr gesellschaftspolitisches Festival, das sich innovativen gesellschaftspolitischen Filmschaffen aus Europa widmet. Vor allem junge Filmschaffende sind hier sozusagen zu Gast und präsentieren ihre aktuellen Filme, die zuvor auf internationalen Festivals Premiere hatten. Alle Filme sind aus Österreich Premiere bei uns zu sehen. Und was uns einfach wahnsinnig gefreut hat, dass wir, wenn man jetzt zurückblickt auf 18 Jahre Festivalgeschichte, dass wir viele damals noch unbekannte Regietalente sozusagen erstmals in Österreich präsentieren konnten, die jetzt eine internationale Karriere haben. Also von Jorgos Lanthimos bis Maren Ade bis Alice Rohrwacher und viele, viele andere, die sozusagen mit ersten Filmen die ersten Filme präsentiert haben. Also Creative Europe Media war für uns wichtig und
deckt auch alle Cross-Cutting Priorities, die hier aufgezählt wurden, sehr gut ab. Also von Green Festivals, da wird meine Kollegin dann noch was sagen, bis hin zu Diversity, Gender Equality war uns immer wichtig, ausgewogen auch zu programmieren. Also all diese Elemente sind vertreten und auch das Netzwerken ist klarerweise Teil unserer Arbeit, auch unser Moving Images Open Borders Netzwerk, wo Sabine dann auch noch ein bisschen was konkreter dazu sagen wird, von uns eigentlich ins Leben gerufen, basierend auf den Ereignissen 2015 der Flüchtlingskrise, wo einfach uns das sehr wichtig war, hier auch als europäische Filmfestivals ein Zeichen zu setzen. Ich würde sagen, Sabine, vielleicht magst du ganz kurz was zu Green Filming, MIOP und so weiter sagen. Sehr gerne. Man muss auch sagen, dass das Creative Europe Media Programm auch immer ein Impulsgeber ist. Das haben wir über die Jahre auch gemerkt und ich möchte exemplarisch drei Beispiele präsentieren. Das eine ist aus dem Bereich Media Literacy und Young Audiences. Das ist unsere JAS-Jugendschiene, die wir 2018/19 etabliert haben. Da geht es darum, dass wir halt einfach verstärkt versuchen, eine neue, junge Generation von Cinephilen für Film zu interessieren, für Festivals, aber auch zu motivieren, dass man vielleicht auch beruflich im Filmbereich einsteigt. Und mit unserer JAS-Jugendschiene haben wir versucht, einfach Praxismodule zu etablieren. Da gibt es ein Videoprojekt, da gibt es Workshops. Es gibt auch einen europäischen Wettbewerb, der von den Young Programmers kuratiert wird. Es ist einfach so, es soll sehr niederschwellig sein und was uns auch sehr wichtig ist, dass wir ein langfristiger Peer-to-Peer-Modell etablieren. Das heißt, auch die Leute, die die Workshops halten, sind aus einer jungen Generation, um gewisse Barrieren abzubauen. 2019 vor Corona hatten wir knapp 1000 Teilnehmerinnen bei diesem JAS-Jugendprojekt, bei der JAS-Jugendschiene, was uns sehr gefreut hat und wir hoffen auch, dass wir jetzt in Zukunft wieder daran anknüpfen können, im ersten Festivaljahr dann nach Corona. Die Christine hat schon unser Netzwerk erwähnt. Es gibt das europäische Netzwerk von Filmfestivals, Moving Images Open Borders, MIOP genannt. Das wurde von Christine gemeinsam mit anderen Filmfestivalleiterinnen und Leitern vor 4 Jahren gegründet. Wir sind insgesamt 7 europäische Filmfestivals aus 7 europäischen Ländern, alle mit einem europäischen Fokus inhaltlich. Und wir versuchen halt gewisse Themen aufzugreifen und dann gemeinsam auch daran zu arbeiten. Und da ist uns sehr wichtig auch grüne Festivalarbeit. Wir sind gerade dabei, es gab einen Workshop mit unseren französischen Festival-Netzwerkpartnern. Es gibt gerade eine Arbeit an einer Green Charter, wo es darum geht, dass die Filmfestivals in Europa einfach lernen, welche Maßnahmen sind zu setzen, um nachhaltige Festivalarbeit betreiben zu können. Und da geht es halt einfach von Dingen wie, wie messe ich meine Arbeit, wie messe ich meinen ökologischen Footprint als Festival, was kann ich tun, wenn wenig finanzielle oder strukturelle Ressourcen vorhanden sind. Und mit dieser Green Charter, die im Laufe der kommenden Monate veröffentlicht werden soll, möchten wir anderen Festivals ein Tool zur Hand geben, um einfach nachhaltige Festivalarbeit betreiben zu können. Und ein zweites Projekt, was auch sich mit den Cross-Cutting Priorities sehr gut deckt, ist einfach Gender und Diversity Programming. Christine hat es schon erwähnt, das ist eigentlich in der DNA von Crossing Europe seit Beginn an vorhanden. Wir haben gemerkt in unserem europäischen Netzwerk, dass es einfach verschiedene Ausformungen gibt bei den Festivals. Das sind einfach auch strukturelle Voraussetzungen, Ausrichtungen, inhaltliche Natur. Und deswegen wird es auch zu dem Thema zum Beispiel dieses Jahr dann einen Workshop geben im Herbst, der dann auch offen ist für andere österreichische Festivals, der von dem Netzwerk gemeinsam mit Crossing Europe organisiert wird, wo es wirklich 2 Tage lang um Gender und Diversity Programming gehen soll, einfach um mal gewisse Dinge wieder in den Fokus zu rücken. Was kann man tun, damit einfach auch das Filmprogramm zeitgemäß und attraktiv bleibt und ist? Ja, ich glaube, das war es jetzt soweit. Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank für den Einblick und ich finde auch deinen Gedanken sehr interessant, dass ihr wirklich auf quasi zukunftsgerichtet die Nachhaltigkeit im Blick habt. Also danke für die Information darüber. Ihr bleibt auch noch da, denn auch euch können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nachher Fragen stellen.
Und jetzt haben wir als nächstes Projekt in dem Bereich Best Practice Media ein Kooperations- oder Cross-Cultural-Projekt. Und zwar geht es um den Kooperationsbereich Kultur und Medien. Und ich darf jetzt mir bitten, die Ruth Pletschinger. Und sie ist die Deputy Secretary General des IMZ International Music Media Center, deren Sitz in Wien ist. Und das ist wirklich so dieser Angelpunkt für die Branche der Musik- und Tanz- und Performancefilme. Das Spannende ist, dass das IMZ-Netzwerk aus mehr als 150 Mitgliedsorganisationen besteht. Und gemeinsam mit Creative Europe gibt es quasi drei Teilprogramme, wo sie erfolgreich dabei sind, nämlich Culture, Media und Cross-Sectoral. Und es ist wirklich ein gelungenes Beispiel und ein wunderbares Beispiel für ein innovatives Crossover. Ruth, bitte gib uns ein bisschen einen Einblick in eure Projekte. Ich habe jetzt meinen Bildschirm freigegeben. Seht ihr ihn? Wir sehen ihn, danke, ja. Okay, super. Also erstens mal danke für die schöne Einführung. Wir haben wirklich das Glück, dass wir eben drei Förderungen bekommen, mittlerweile schon seit 2017, eben Netzwerk auf der einen Seite und seit 2019 eine Mediaförderung, damals noch Promotion of European Audiovisual Works online, die jetzt so ein bisschen verschoben worden ist in die Förderung Innovative Tools and Business Models. Damit man das IMZ und sozusagen das in den Bereichen, in denen wir arbeiten, ein bisschen besser versteht, sage ich ganz kurz, erzähle ich kurz, was das IMZ ist. Also das IMZ ist vor 60 Jahren gegründet worden unter der Ägide der UNESCO. Wir sind eine Organisation, also ein Non-Profit-Verein, der sich um die Entstehung und die Verbreitung von Musik und Tanz in audiovisuellen Medien kümmert. Was heißt das ganz genau? Unsere Mitglieder sind, also zu unseren Mitgliedern gehören mehr oder minder alle, die im Bereich von der Idee, dass ich einen Dokumentarfilm über Musik und Tanz mache, bis zur Produktion oder eine Konzertaufnahme oder einen Opernfilm oder eine Opernaufnahme, bis über die Produktion, bis zur tatsächlichen Distribution über diverseste Kanäle. Das heißt, öffentlich- und privatrechtliche Fernsehsender, Produktionsfirmen, Distributionsfirmen, Opernhäuser, Konzerthäuser, VOD-Plattformen, aber auch einzelne Künstler wie Regisseure, Choreografen et altere. Also man sieht hier eher einen kurzen Überblick, das ist das IMZ in Zahlen, die 150 Mitglieder auf und ab in 28 Ländern. Ansonsten, wir sind zu 11 im Office, aber das sind spannend ist sozusagen das Netzwerk, das wir haben, die 10.000 Kontakte zur Branche. Mit wem arbeiten wir auch in Branchen, also aus der Branche selber auch, aber auch in angrenzenden Branchen zusammen. Das ist der europäische Filmmarkt, zum Beispiel Sunnyside of the Dock. Mit den IMs machen wir eine Jury. Wir arbeiten aber auch mit Musikmessen zusammen. Also alles, was so irgendwie an der Schnittmenge Musik, Tanz und Film ist. Unsere Aktivitäten sind Market Access und Netzwerk. Wir veranstalten, ihr seht, ich beeile mich ein bisschen, damit ich durchkomme. Market Access and Network. Wir veranstalten jedes Jahr zeitgleich mit der Berlinale den größten Filmmarkt, also die größte Industry Trade Fair für den Performing Arts Filmbereich. Da treffen sich alle unsere Mitglieder, aber auch Nicht-Mitglieder, die in diesem Bereich Filme machen und vertreiben, über 3 Tage. Da haben wir eine wunderschöne Kooperation mit dem EFM. Da werden Filme präsentiert, da wird gekauft, verkauft. Also das ist ein Buyers Market. Wir haben eine eigene Professionalisierungsschiene, die IMZ Academy, die auch durch den Netzwerkantrag zum Beispiel gefördert wird, wo wir schauen, wie wir auf der einen Seite zum Beispiel Performing Arts Institutionen unterstützen können, eine eigene digitale Strategie aufzubauen, auch im Hinblick Audience Development, wo wir Media Skills für künftige professionelle Musiker anbieten, also sozusagen eine Ausbildung darüber, aber auch Hands-on-Workshops wie Multicamera Live Directing, das ist alles in dem Bereich. Audience Development, wir kuratieren das Musikfilmfestival in Wien und bringen diese Idee eines frei zugänglichen Festivals in die ganze Welt hinaus in diverse Städte. Und last but not least, und da schließe ich dann mit dem Media Call an, Innovation und neue Businessmodelle. Wir haben
schauen natürlich, was es für neue Technologien in unserem Bereich gibt und präsentieren die bei Avant-Premiere oder in anderen Formaten wie auch der ANZ Academy. Und wir entwickeln, und da sind wir jetzt, seit 2019 gefördert, einerseits durch das Creative Europe Media Program, aber erfreulicherweise auch durch das Bundesministerium Kunst, Kultur, Öffentlicher Dienst und Sport, also das BMKÖS, entwickeln wir eine B2B-Filmsuchmaschine und eine digitale Filmlizenzhandelsplattform. So, worum geht es da? Es geht darum, auf der einen Seite Content zu finden, es geht darum, seinen Content zu positionieren, es geht darum, dass man Content handeln kann, 24/7. Und in einem weiteren Entwicklungsschritt, den wir für nächstes, übernächstes Jahr planen, auch eine Co-Produktions- und Pitching-Plattform. Im Zuge der Entwicklung dieses Projekts, wofür wir bereits 2 Förderungen bekommen haben, arbeiten wir daran, einen eigenen Metadata-Standard für Film zu erarbeiten. Wir arbeiten mit einer Non-Profit-Stiftung zusammen, die einen Content-Based Unique Film Identifier entwickelt. Und wir kreieren einen Digital License Ledger, bei dem sozusagen ein digitales Logbuch, auf dem die Lizenzen festgeschrieben werden. Das ist eine modulare Architektur, das ist jetzt sehr technisch. Es kriegt jeder seine eigene Applikation und es in der Kommunikation, also das Verhandlungstool auf der Plattform, ist auch mit End-to-End-Encryption. Das Besondere an dieser Plattform ist, oder der Entwicklung dieser Plattform ist, dass wir das wirklich von der Sekunde Null an, weil das auch aus unserem Verein entstanden ist, dass wir das gemeinsam mit unseren Mitgliedern entwickeln. Das heißt, wir haben zwei User Groups, einerseits eine für Metadaten, eine andere für Funktionalitäten, bei der wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern erarbeitet haben, was braucht es für die Kreierung eines Metadatenstandards und welche Funktionalitäten muss eine derartige Plattform, damit sie wirklich so nah am analogen Leben verbessert durch die digitalen Möglichkeiten ist, wie möglich. Das heißt, auch in der Beta-Phase, unsere Mitglieder sind von Anfang an sozusagen in die Entstehung eingebunden, jetzt natürlich auch in der Beta-Testing-Phase, in der wir uns gerade befinden, bei der auch schon sozusagen Content auf die Plattform hochgeladen wird. Also wenn wir sie launchen, die Idee, dass wir das machen, Oktober diesen Jahres, wird sich schon Content auf dieser Plattform befinden, was natürlich nie eine schlechte Idee ist. Das ist jetzt mal soweit zu Content Agent. Das ist ein wunderschönes Projekt, für das wir auch dieses Jahr demnächst mit Ende August eben eine weitere Förderung beantragen. Das Schöne an Innovative Tools and Business Models ist ja, dass es mittlerweile eine 3-Jahres-Förderung ist, was die Angelegenheit schon wirklich vereinfacht. Gesetzt den Fall mal bekommt, wo wir natürlich auch euch allen und uns die Daumen drücken, dass wir unsere Förderungen bekommen. Das nächste Projekt ist eines von Cross-Sectoral Strand. Der gab es ja 2019 zum ersten Mal, Bridging Culture and Audiovisual Content Through Innovative Technologies. Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, da waren wir erfreulicherweise eingeladen in einer Arbeitsgruppe noch davor, wo es um das Ausarbeiten eines Calls gegangen ist und haben uns dann in weiterer Folge gedacht, na, da machen wir auch mit. Wir haben die große auch Ehre und Freude gehabt, mit 4 tollen Partnern zusammenzuarbeiten, und zwar mit der Ars Electronica, mit der Frankfurter Buchmesse, mit Isneo, das ist eine französische Comics-Online-Leseplattform, und mit Centrica, das ist ein italienisches Unternehmen, das vor allem VR in der Museums- und Ausstellungsgestaltung einsetzt, und haben uns über 1,5 Jahre von Anfang 2020 bis jetzt Ende Juni angeschaut,
also wie können wir voneinander lernen, wenn es um Metadaten geht, wenn es darum geht, wie man Digital Services aufbaut, wie arbeiten die einen mit digitalen Plattformen wie die anderen, wie promotet man seinen Contest bestmöglich und schauen, wo sind sozusagen Parallelen, wo kann man einander unterstützen, wie kann man bestmöglich miteinander arbeiten. Da hatten wir jetzt am 15. Juni unsere Final Presentation. Und haben sehr viele Learnings und Findings einfach aus diesem Projekt mitgenommen, das wiederum äußerst erfreulicherweise auch vom Bundesministerium gefördert wird, wofür ich an dieser Stelle herzlichen Dank nochmal sagen möchte. Und das war es jetzt in Kürze von meiner Seite. Vielen Dank, Ruth, für den Einblick in eure doch sehr breite Aktivitätenvielfalt. Du bleibst gleich bei mir und wir schalten jetzt noch dazu Arash, Esther, Sabine und Christine, also alle, die wir jetzt unter dem Titel Media sprechen gehört haben. Und zwar geht es jetzt um die Fragen und Antworten. Das heißt, Sie, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, können jetzt Fragen an unsere Vortragenden stellen. Und zwar funktioniert das ganz einfach. Sie heben bitte einfach die Hand. Wie gesagt, die Reaktion oder das System finden Sie unter Reaktionen ganz rechts unten in Ihrer Zoom-Leiste und dann einfach auf Hand heben. Und ich glaube, wir haben Zeit für ein, zwei Fragen vom Publikum. Genau, und Arash, wenn er auch noch da ist, dann schalten wir auch noch hinzu. Gibt es irgendwelche Fragen? Ansonsten habe ich eine Frage an euch. Schauen wir mal, ob es Fragen vom Publikum gibt. Genau, dann darf ich die Frage stellen. Und zwar, ihr wart ja in den letzten Jahren und gerade bei euch, Christine und Sabine, 15 Jahre Kooperation mit Creative Europe Media. Wenn es jetzt Projektprogrammleiter oder Leiterinnen gibt, die da auch gerne kooperieren möchten. Die Frage geht an euch alle. Welche Tipps würdet ihr denn geben? Also wie geht man diese Kooperation am besten an? Was muss man da im Bilde behalten? Und ich fange vielleicht an mit Arash. Ich habe jetzt akustisch die zweite Hälfte von der Frage nicht verstanden. Genau, also einfach, welche Tipps und Tricks würdest du jemandem geben, der gerne mit Creative Europe Media kooperieren möchte? Es kommt darauf an, von welcher Warte aus. Also als Filmemacherin, Filmemacher oder... Ja, von deiner Branche jetzt, von deiner Warte aus gesehen. Mhm. Also ich würde allen angehenden Filmemacherinnen und Filmemachern, egal ob sie jetzt Regie oder Produktion oder so machen wollen, empfehlen, die wichtigsten Workshops versuchen zu machen. Also ich würde auf jeden Fall versuchen, den Erbe-Workshop zu machen, um ein erstes Netzwerk aufzubauen. Das kann man als angehender Produzentin, aber auch mit einem Projekt. Das heißt, man könnte dann auch einen Regisseur oder eine Autorin mit dazu nehmen. Dadurch baut man sich schon mal ein erstes Netzwerk auf. Dann würde ich auf jeden Fall schauen, was es für Workshops gibt, wo man seine Drehbücher entwickeln kann, also mit internationalen Dramaturginnen und Dramaturgen, also unbedingt raus aus Österreich und versuchen einfach andere Wege zu finden. Dann, ich würde wirklich versuchen, internationale Leute zu treffen, die mir helfen, mein nationales Projekt oder internationales Projekt auf besseren Beinen dastehen zu lassen. Also wenn ich daran denke, mein erster Spielfilm, das ist jetzt schon über 10-12 Jahre her, Ein Augenblick Freiheit. Ich war nicht in der Filmakademie, ich habe kein Netzwerk gehabt, ich habe gar nichts gehabt. Ich habe einfach an das Projekt geglaubt und habe daran gearbeitet. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich war beim Drehbuchforum, habe dort gelernt, wie man eine Synopsis schreibt, wie man ein Treatment schreibt, habe dort ein kleines Stipendium bekommen für ein paar Monate. Dann war ich mit dem Projekt bei Sources, habe es wieder weiterentwickelt. Sources gibt es nicht mehr, aber es gibt andere Drehbuchentwicklungsprojekte. Danach war ich mit dem Projekt bei Equinox. Das ist ein anderes Workshop-Setting, wo man eine Woche lang hingeht und die Projekte eben von Superstar-Dramaturgen irgendwie halbtags betrachtet werden. Bei mir war Sidney Pollack zum Beispiel in dem Jahr dort oder einige super Leute. Und dadurch wurde das Projekt dann immer besser und ich habe immer besseres Feedback bekommen.
Einer dieser Leute, die dort waren, hat das Projekt an Sundance empfohlen, wo man sich nicht normal bewerben konnte. Und so ist es einfach schrittweise weitergegangen. Und das Projekt, das eigentlich als unverfilmbar galt für einen Erstlingsfilm, weil es 3,5 Millionen Euro gekostet hat, ist dann so schrittweise dann tatsächlich passiert. Das ist ein gutes Beispiel, das irgendwie zeigt, man muss einfach diese Sachen nützen und einfach bei der Esther, beim Mediadesk Newsletter und einfach schauen, was es da gibt. Also die Augen offen halten für neue Optionen. Sehr gut, vielen Dank. Dann Sabine und Christine, wie ist es bei euch? Welche Tipps habt ihr aus dem Festivalbereich und gerade die Kooperation mit Creative Europe Media? Also ich glaube, speziell wäre es sehr ratsam, zuerst einmal die Calls zu lesen und die Anforderungen zu checken, ob man da reinpasst. Und wenn man sich damit beschäftigt hat, merkt man dann sehr schnell, dass das doch sehr umfassend ist. Also man muss sich viel Zeit nehmen für den Call und auch dann für den Final Report. Also das sind jährlich 2 Diplomarbeiten, die da zu leisten sind. Und vielleicht auch natürlich unbedingt sich bei der Esther beraten, ob und in welcher Form das Sinn macht und welches Programm dann am besten passt. Ja. Also es ist nicht ohne und der Wettbewerb ist hart, ja, das sage ich auch dazu. Aber ich glaube, jetzt durch die Möglichkeit auch mit Festival-Netzwerken zu arbeiten, sich auch sozusagen in den passenden Partnerfestivals und Fest in Europa so ein bisschen rumzuhören, ob man da vielleicht gemeinsam ein Netzwerk gründen kann, um jetzt nicht unbedingt eine individuelle Festivalförderung, sondern vielleicht eine Netzwerkförderung zu beantragen. Man möchte noch erwähnen, dass neben Crossing Europe natürlich auch das Vienna Sports auch seit einigen Jahren in der Festival Creative Europe Media Familie ist und hier auch Erfahrung hat, also und auch bei einem europäischen Netzwerk Mitglied ist. Vielen Dank, Christine, für die hilfreichen Tipps. Und jetzt ich muss mich kurz entschuldigen, leider. Ja, vielen Dank für deine Teilnahme, Arash, und alles Gute noch weiterhin. Ja. Tschüss. Ruth, jetzt darf ich die Frage an dich richten. Ihr seid in 3 verschiedenen Schienen, Culture, Media und Cross-Culture, Cross-Sectoral vertreten und kooperiert da gemeinsam. Welche Tipps hast du denn, die du teilen könntest? Also ich kann nur, hallo Christine übrigens, schön dich wieder zu sehen. Ich kann nur voll inhaltlich unterstützen, was die Christine sagt. Es ist wirklich, also man muss das schon ernst nehmen, es ist wirklich viel Arbeit. Und wenn man im Ansatz auch nur das Gefühl hat, dass man die Boxen, und da kann einem, auch da kann einem die Esther sehr gut helfen, welche Boxen genau getickt werden müssen und wie sie getickt werden sollen. Auch weil es ist eine Sache, sozusagen einen Call zu lesen und eine andere Sache dann zu wissen, was heißt denn das jetzt genau? Was wollen Sie da genau? Ja? Und also das ist, wie gesagt, auch Abschlussarbeit, sehe ich ganz genau gleich. Wichtig ist wirklich, dass man auch, dass man ganz grundsätzlich versteht, wohin wollen die mit diesem Programm? Also was sind die Grundprioritäten? Was für Ergebnisse wollen sie? Im Endeffekt sozusagen, was ist die große Vision, die hinter diesen Calls und dem Gesamtprogramm steht? Wenn man die verfolgt, hat man grundsätzlich gute Chancen. Ja? Also trotz eines sehr harten Wettbewerbs. Die andere Geschichte ist, wenn man etwas mit Partnern macht, tut man immer ein Gutes daran, wenn man sich diese Partner wirklich gut aussucht. Und wenn das Partner sind, auf deren Zusammenarbeit und deren Input, vor allem wenn man selbst der Konsortiumpartner, also der Lead-Partner ist, auf deren Input und die Arbeit, die sie in weiterer Folge versprochen haben, leisten zu werden, auch weiß, dass die Menschen das wirklich tun und in der Zeit. Es ist ein unheimlicher Aufwand, anderen Partnern hinterher zu rennen für die Sachen, die sie machen müssen. Und da tut man wirklich gut dran, wenn man sie sich vorher gut aussucht. Und wenn man das Gefühl hat, na, man weiß nicht so genau, dann lässt man es besser. Und das ist irgendwie, also, wobei ich sagen muss, ich habe großartige Erfahrungen gemacht, aber man lernt natürlich die Creative Europe Familie kennen und dann hört man auch anderes. Also, und auch an die Lisi muss ich sagen, herzlichen Dank an die Elisabeth Pacher, das ist es, ich, und an die Esther. Uns hat das wahnsinnig gut getan, dass die Esther uns zum Beispiel bei unserem ersten Antrag für Content Agent den Antrag einfach mal durchgelesen hat und gesagt, Schatz,
so und so. Ja? Und das war einfach eine tolle Sache. Und da muss man ein großes Dankeschön sagen. Genau. Sehr gut, vielen Dank. Und also wirklich überlegen, mit, auf wenn man sich einlässt damit, wenn man dann eine Partnerschaft eingeht. Und Esther, dein Name ist jetzt ein paar Mal gefallen. Welche Tipps hast du noch ganz kurz? Ich kann da wirklich fast nicht mehr viel hinzufügen, weil die hilfreichsten Tipps kommen von denen, die es selbst durchmachen mussten und das auch immer wieder so toll schaffen. Großes Kompliment an euch. Vielen Dank. Und an alle, die Interesse haben, die die europäische Projekte planen, bitte gerne jederzeit bei mir melden und wir schauen uns das dann an. Danke. Entschuldigung, mir ist vielen Dank euch. Sorry, mir ist eine Kleinigkeit noch eingefallen. Wenn man dann ein Projekt sozusagen eine Zusage bekommen hat, die Erfahrung, die wir auch gemacht haben, was total wichtig ist, dass man mit seinem Projektmanager wirklich in einem regelmäßigen Austausch bleibt. Dass man die Leute, die für einen zuständig sind, einfach darüber updatet, wie dieses Projekt, wie der Verlauf des Projektes ist. Wenn sich was ändert, dass man sich wirklich regelmäßig bei ihnen meldet. Also das ist auch, dass die Menschen wollen das Gefühl haben, dass das, was man ihnen versprochen hat, auch tatsächlich passiert. Und wenn sich was ändert, lieber einen Tag früher sagen, könnte sein, dass sich was ändert, als einen Tag zu spät. Also das ist nicht nur Beziehungspflege, sondern das ist einfach auch... die wollen einfach jederzeit das Gefühl haben, dass das Geld, das man uns versprochen hat oder zugesagt hat, wirklich bestmöglich eingesetzt ist. Also das, sorry, dass ich da zum Schluss nochmal, aber das ist wichtig. Ja. Ein sehr wesentlicher Hinweis. Vielen Dank, Ruth. Und vielen Dank euch allen, dass ihr eure Projekte vorgestellt habt und die Erfahrungen mit uns geteilt habt. Ich wünsche euch weiterhin viel Glück. Und das war jetzt quasi der Creative Europe Media Bereich, der erste Bereich unserer Veranstaltung. Und jetzt gehen wir in den Kulturbereich rüber. Und da darf ich jetzt Elisabeth Pacher, die wurde ja auch gerade erwähnt, die leitet den Creative Desk Culture in Österreich, bitten. Und sie gibt uns einen Einblick in das Programm. Elisabeth, bitte. Du bist noch auf Stumm geschaltet übrigens. Jetzt. Ja, danke schön. Ich werde jetzt meinen Bildschirm teilen. Bitte, ja. Jetzt sehen wir die Folie. Kann das jetzt wieder jeder sehen? Ja. Dankeschön. Wir kommen jetzt vom Cross-Sectorial-Bereich zu Kultur. Cross-Sectorial zeigt auch, dass die Zusammenarbeit immer interdisziplinärer wird, also dass zunehmend Kunst und Film zusammenarbeiten und das neue Creative Europe Programm hat eben diesen starken interdisziplinären Aspekt. Es stehen ganz oben die zwei Programmziele, nämlich die Förderung der und Wahrung der kulturellen Vielfalt und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Kultur- und Kreativsektors. Das Programm ist im Mai rückwirkend in Kraft getreten, also gilt ab 1. Jänner und es wurden im Kulturbereich jetzt auch alle Ausschreibungen veröffentlicht. Und ich möchte mich auf das Herzstück konzentrieren, das sind die Kooperationsprojekte. Die Kooperationsprojekte haben ein Budget von 60 Millionen Euro. Und europaweit werden 130 Projekte gefördert. Einreichfrist, die erste ist schon am 7. September, aber gegen Ende des Jahres, also im vierten Quartal, wahrscheinlich, wenn es dann gegen Weihnachten geht, soll noch ein zweiter Call veröffentlicht werden, also für das Jahr 2022 schon. Es ist nämlich so, dass viele überlegen, geht sich das jetzt aus über den Sommer oder reichen wir doch lieber im zweiten Call ein? Also die Möglichkeit gibt es auch. Und wenn Sie im September einreichen, dann werden die Projekte im September bis Jänner 22 evaluiert. Sie bekommen im Februar 22 Bescheid.
dass sie gefördert werden. Und die Verträge werden dann im Zeitraum bis Mai verhandelt und dann sollten sie die erste Rate bekommen. Also dieser Zeitplan ist immer sehr wichtig für alle, die in der Planung sind. Es gibt eine Neuigkeit für die europäischen Kooperationsprojekte. Es gibt jetzt drei Formate, die kleinen, die mittleren und die großen. Und ganz neu ist, dass mehr Geld aus Brüssel kommt, weil die EU-Förderquote wurde recht stark erhöht. Und damit wird auch eine Eintrittsschwelle genommen, vor allem für kleinere Organisationen und Kulturinitiativen. Die haben jetzt die Möglichkeit, bei den kleinen Projekten drei Partner in ihrem Projekt zu versammeln und bis zu 200.000 Euro zu beantragen, wobei bis zu 80% von der EU kommen. Und das ist eine große Verbesserung gegenüber früher. Früher kamen nur 60%. Und es gibt auch eine neue Kategorie, die mittleren Kooperationsprojekte. Man muss mindestens zu fünft sein. Der EU-Zuschuss ist maximal 1 Million Euro und die EU-Förderquote bis zu 70%. Und die großen Projekte, das sind 10 Partner, Zuschuss 2 Millionen Euro und die Förderquote bis zu 60%. Und die Laufzeit ist aber für alle gleich, die beträgt 48 Monate, also 4 Jahre. Bei den Kooperationsprojekten muss man jetzt auswählen, wohin man seinen Schwerpunkt setzen möchte. Und es gibt die Möglichkeit zu ticken, wie das Judith vorhin gesagt hat, nämlich ein grenzüberschreitendes künstlerisches Projekt zu machen oder sich auf Innovation, Aufbau von Kapazitäten, Förderung von Talenten zu konzentrieren. Also eher künstlerisches Schaffen oder eher die Förderung von Talenten und Aufbau von Kapazitäten. Es gibt 5 Prioritäten, auch zum Auswählen. Also aus diesen 5 müssen Sie mindestens eine und können maximal 2 auswählen. Und diese Prioritäten heißen Publikum, Publikumsentwicklung, Publikumsbindung, Partizipation, Zugang zu Kultur. Soziale Inklusion ist die 2., also soziale Resilienz und interkultureller Dialog. Neu ist der grüne Aspekt im Programm, nämlich die Nachhaltigkeit, mit der Kulturprojekte auch verknüpft werden können, punkto Bewusstseinsbildung oder umweltfreundliche Praktiken. Neue Technologien sind dann ein großes Thema, das merken wir alle. Und es geht darum, eben die Vorteile zu nutzen, die Technologien bereitstellen. Und wichtig auch die internationale Dimension, die war immer gegeben in diesem Programm, nämlich die Professionalisierung und die Internationalisierung. Und neu ist auch, hier gab es nämlich Pilotprojekte, zum Beispiel Music Moves Europe. Es gibt jetzt sektorspezifische Prioritäten, nämlich für den Buch- und Verlagssektor, für Musik, Architektur und Kulturerbe. Und Ausschreibungen für diese Bereiche sollen in den kommenden Jahren ausgebaut werden. Jetzt im ersten Jahr ist es so, dass Sie bei diesen sektorspezifischen Aktivitäten auswählen können, wenn Sie sich auf Training, Ausbildung, Netzwerken und Aufbau von Kapazitäten konzentrieren möchten. Also wenn Sie aus diesen 4 Sektoren kommen, können Sie die sektorspezifischen Prioritäten wählen, wenn Ihr Projekt einen starken Trainings- und Ausbildungsaspekt hat,
Sonst können Sie sich für die anderen 5 Prioritäten entscheiden. Das ist eben eine Gewichtung, die Sie hier selbst vornehmen können und selbst auswählen können. Und grundsätzlich ist zu sagen, dass jede Organisation nur einen Antrag stellen kann in allen Förderschienen von Creative Europe Kooperationsprojekten, der Call alle Kunst- und Kultursektoren betrifft, Antragsteller nur juristische Personen sein können, öffentlich oder privat, also Vereine, Gesellschaften, Unis, wie früher auch. Teilnehmende Länder sind jetzt die 27 plus, weil jetzt am Anfang des Programms viele Länder, die nicht der EU angehören, noch mit der Europäischen Kommission verhandeln. Sind das zum Beispiel die Westbalkanländer, EFTA-Länder oder Länder der europäischen Nachbarschaftspolitik. Und hier ist eben noch nicht sicher, welche dieser Länder im ersten Call tatsächlich teilnehmen. Und es ist empfehlenswert, wenn Sie zum Beispiel mit Bosnien oder mit Albanien arbeiten wollen, dass Sie aus den teilnahmeberechtigten Ländern zumindest 3 haben, beziehungsweise die Mindestanzahl. Weil es kann passieren, dass zum Zeitpunkt der Einreichung die Verhandlungen noch nicht so weit sind. Das war der Tipp der Europäischen Kommission hier. Und der Koordinator, also der Antragsteller, der muss seit mindestens 2 Jahren bestehen. Das heißt, seine Dokumente müssen ein Gründungsdatum vor September 2019 aufweisen. Und ganz wichtig sind die Querschnittsthemen, die für alle Projekte gelten. Und das ist Inklusion, Diversität, Gender Equality, Umwelt und der Kampf gegen den Klimawandel. Es gibt, wie früher auch, ein Bewertungsschema. Man kann bis zu 100 Punkte bekommen. Es gibt nach wie vor eine europäische Jury, die Projekte bewertet. Und bei Kulturprojekten ist es ganz wichtig, diese in einen aktuellen kulturpolitischen Kontext zu stellen. Das steht auch in den Calls drinnen. Und sehr wichtige Referenzdokumente sind die neue europäische Kulturagenda. Das ist die Kulturstrategie für die EU. Hier finden Sie auch viele Informationen auf unserer Creative Europe Website, wenn Sie in den Bereich Kulturpolitik gehen. Der Europäische Grüne Deal ist wichtig. Das ist der Fahrplan der Europäischen Kommission für eine nachhaltige Wirtschaft. Es geht hier um effiziente Ressourcennutzung und Übergang zu einer sauberen und kreislauforientierten Wirtschaft. Und hervorheben möchte ich auch die neue Europäische Bauhaus-Initiative, weil hier Kultur und Nachhaltigkeit verknüpft werden, also Ästhetik und Umweltaspekte werden hier verknüpft. Und das ist eben auch eine neue Initiative der Europäischen Kommission. Schauen Sie einfach auf unsere Website, dort finden Sie ganz viele Dokumente und Unterlagen, die für Sie nützlich sind. Und die Ausschreibungen werden jetzt im Funding and Tenders Portal der Europäischen Kommission veröffentlicht. Das ist neu. Wir haben aber auf unserer Creative Europe Website eine Verlinkung. Und wenn Sie tatsächlich am Projekt arbeiten, dann ist es wichtig, alle Unterlagen zu lesen. Also wie die Christine Dollhofer gesagt hat, Unterlagen lesen, das kann man dann niemandem ersparen. Und auch
das Model Grant Agreement und ein Dokument, das heißt Annotated Grant Agreement, dort finden Sie auch wichtige Kriterien. Das ist aber im Moment noch nicht fertig. Also das kommt noch, das sage ich jetzt für alle Antragsteller. Und als Tipp möchte ich Ihnen mitgeben, Best Practice Projekte zu lesen. Wir haben einige auf der Website, es kommt die neue Best Practice Broschüre. Wir sind ein Netzwerk und ich bin auch sehr dankbar, dass viele erfolgreiche Projektträger auch ihr Wissen und Know-how zur Verfügung stellen, wie heute unsere Gäste, die auch noch für Sie sprechen werden im Kulturbereich, die Ihnen auch noch einige hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben können. Danke, soweit war das meine Präsentation. Vielen Dank, Elisabeth, für den Einblick in das EU-Förderprogramm Creative Europe Kultur. Und du hast es ja schon angesprochen, wir haben auch heute für den Bereich Kultur einige tolle Gäste eingeladen, die ihre erfolgreichen Projekte mit uns vorstellen werden. Und zwar einige aus Österreich, dann quasi und auch aus den Nachbarländern. Und wir beginnen mit dem ersten Projekt und ich darf dazu Astrid Exner zu mir laden. Astrid, du trägst ja einige Hüte quasi sozusagen. Du bist Leiterin bei der Kommunikation im WUK, Projektmanagement für das Creative Europe Projekt Europavox hast du auch übrig. Da haben wir auch einen Trailer oder einen Film vorbereitet. Du bist auch Jurymitglied beim New Austrian Sound of Music, beim Amadeus Austrian Music Awards und bei den Music Moves Europe Talent Awards. Also ganz schön viel und ich bin sehr gespannt auf deine Präsentation. Ja, danke für die Einladung. Danke, Elisabeth. Wenn ihr wollt, wir können eigentlich gleich mit dem Video starten. Sehr gerne, dann beginnen wir mit dem Video. Stell das ein, einen Augenblick und los geht's. Europavox was born 15 years ago with two main goals. To help European musical talents to travel and spread their songs all over the continent and to help music lovers to discover great new artists. Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union, Europavox project connects musicians with music fans both digitally and live. A unique set of actions is deployed. Europavox.com is the place to discover the most diverse, carefully curated, new upcoming European acts. Curated by an impressive team of respected music journalists, artistic directors, and festival curators from all over Europe, Europavox is the ultimate space for new sounds, new talents, and inspiration. Each year, Europavox project partners organize 7 festivals across 7 different countries: Austria, Belgium, Croatia, France, Italy, Lithuania, and Romania, presenting the best new and upcoming bands from every corner of the continent. Once a year, a special event is organized, the Spotlight Programme. The Europavox Artistic Committee gets together to choose 10 bands from the Europavox Media Talent Pool. Those bands, selected on quality and diversity criteria, will benefit from extra support, including both live and digital assets. Welcome to Europe's great musical community. Ja, danke für die Einspülung. Sie haben auch schon die Projektpartner vom Europavox-Projekt gesehen. Das WUK, Werkstätten- und Kulturhaus hier in Wien, ist ein Projektpartner und der Projektlead, den hat Frankreich inne, das Europavox-Festival in Clermont-Ferrand im Zentrum Frankreichs quasi, gibt es seit 15 Jahren. Da startet heute, genau heute, die 15. Ausgabe. Und ich teile jetzt mit Ihnen und euch meinen Bildschirm und erzähle ein bisschen was zum Europavox-Projekt und auch zur Rolle, die das WUK darin spielt. Was bisher geschah, Europavox hat schon 2016 bis 2020 eine EU-Förderung bekommen, auch im Rahmen des Creative Europe-Programms.
Und wir waren 7 Partner in diesen europäischen Ländern, die jetzt auch schon im Video zu sehen waren, die sich für die musikalische Vielfalt Europas eingesetzt haben. Mit den Zielen, die europäische Musikszene noch stärker zu vernetzen und Diversität, Professionalisierung und Innovationskraft zu sichern. Das Ganze hat auf 3 Säulen basiert. Die erste Säule waren 7 Festivals, die in diesen 7 Partnerländern jedes Jahr stattgefunden haben. Es gab und gibt auch weiterhin noch eine Online-Plattform, die von einer europaweiten Redaktion gestaltet wird und wurde. Und im ersten Durchgang hatten wir ein experimentelles Coaching-Programm, das ehrlich zugegeben, das war die eine Säule, die von den 3 Säulen experimentell war, und das Experiment hat nicht hundertprozentig funktioniert, und deswegen haben wir uns für die nächste Einreichung da eine Adaption überlegt gehabt. So haben quasi die Festivals in Wien zum Beispiel ausgesehen im WUK. Wenn Sie das näher interessiert, können Sie auf der WUK-Website noch eine größere Fotogalerie auch ansehen zu den 4 Jahren, in denen da Festivals im WUK stattgefunden haben. Und das aktuelle Projekt, also 2020 bis 2024, hat dankenswerterweise eine erneute Förderung durch das Creative Europe-Programm erhalten, ebenso wie auch genauso dankenswerterweise eine Kofinanzierung vom BMKÖS. Wir sind mit 2 Zielen in dieses Projekt gestartet, und zwar das einerseits den europäischen MusikerInnen zu ermöglichen, ihre Kunst am ganzen Kontinent zu präsentieren, und andererseits auch den Musikfans und MusikliebhaberInnen in Europa zu erleichtern, neue KünstlerInnen zu entdecken. Das Ganze passiert sowohl in Live-Formaten wie diesen Festivals als auch auf digitalen Kanälen. Und wir sind wieder mit 3 Säulen unterwegs, nämlich den etablierten Festivals, dem mittlerweile auch etablierten Medium und neu dazugekommen das Spotlight-Programm. Das ist unsere Adaptierung von dem Coaching-Export-Programm, das wir im ersten Durchgang hatten. Warum machen wir das eigentlich? Die aktuellen Herausforderungen, die sich in der sozusagen Popmusikbranche ergeben, sind einerseits, dass der institutionalisierte Nationalismus in europäischen Ländern in den letzten Jahren angestiegen ist. Es gibt in der Musik- und Live-Unterhaltungsindustrie ist es zu einer Konsolidierung gekommen. Das hat dazu geführt, dass allmählich unabhängige AkteurInnen auch verschwinden. Und ganz allgemein kann man sagen, dass populäre Musik einer Standardisierung und Globalisierung unterworfen ist. Und was irgendwie in der Zwischenzeit auch noch dazugekommen ist, Sie wissen alle, es gab und gibt eine Pandemie, und die hat auch natürlich für die im Live-Musikbereich eine akute Krise ausgelöst. Also die Konzerte und Kunst- und Kulturveranstaltungen waren bekanntermaßen die ersten, die geschlossen haben. Und wie wollen wir jetzt im Rahmen des Europavox-Projekts dazu beitragen, dass diese Herausforderungen, wie wollen wir die bearbeiten? Also wir wollen einerseits europäischen KünstlerInnen konkrete Möglichkeiten außerhalb ihres Heimatmarkts geben, von ihrer Musik leben und in zukünftige Projekte investieren zu können. Wir haben auch Zusammenarbeiten mit europäischen KMUs und Startups angedacht und wollen ihnen hier auch im Rahmen des Europavox-Projekts Exportchancen bieten innerhalb des Sektors. Was das Publikum betrifft, wollen wir natürlich ganz, ganz klar und dezidiert die Aufmerksamkeit und Neugier auf kreative Ergebnisse lenken, die außerhalb ihres Heimatlandes produziert worden sind, oder eben, was ganz vorherrschend ja auch hier in Kontinentaleuropa ist, die Alternativen zur angelsächsischen Musik auch bieten. Und ganz klar, die jüngeren Generationen für europäische Werte sensibilisieren, ist natürlich auch ein dezidierter Wunsch von uns. Der Beitrag des WUK: wir veranstalten mit Europavox Vienna 2 Konzertabende jedes Jahr mit einem Rahmenprogramm zum Thema Europa. Das Ganze hat eine erschwingliche Preisspanne und soll für 300 bis ungefähr 2000 Personen pro Abend funktionieren. Es werden in jedem Festival 10 europäische Bands auftreten, und als Projektpartner sind wir nicht nur für die Umsetzung des Festivals verantwortlich, das hier in Wien stattfindet, sondern auch für die Identifizierung relevanter Zielgruppen, für das Booking, für die Eventproduktion, das lokale Marketing und die Partner und SponsorInnen. Außerdem wirken wir an der Projektanalyse mit und an den 2 weiteren Säulen, also Europavox Media und Europavox Spotlight. Was wir zusätzlich und dankenswerterweise durch die Kofinanzierung des BMKÖS auch anbieten können werden, ist die Programmschiene Europavox Kids.
die wir jetzt neu etablieren wollen. Und die Idee dahinter ist, dass wir ein kulturelles Angebot für 6- bis 12-jährige Kinder anbieten wollen, das eine logische Ergänzung zum bestehenden WUK-Theaterprogramm für Kinder ist und auch zum bestehenden Europavox-Projekt. Das kann sowohl dezidiertes Kinderprogramm sein, als auch adaptierte Konzerte von sozusagen erwachsenen KünstlerInnen. Den Proof of Concept hat das Europavox Festival im französischen Clermont-Ferrand schon geliefert. Da hat sich Europavox Kids schon im Nachmittagsprogramm total etabliert. Also dass es funktioniert, das wissen wir. Und auch hier sind die Ziele, junge Menschen für die europäische Idee zu begeistern, ein künstlerisch wertvolles Programm sowohl für die Kinder als auch für ihre Eltern anzubieten und einfach das jungen Familien ermöglichen, gemeinsam Musik zu erleben. Das ist auch ganz stark die Zielgruppe vom WUK ganz allgemein. Abschließend kann ich Ihnen und euch vielleicht noch zeigen die Website europavox.com. Also das ist die zweite Säule, die digitale Plattform. Sie sehen hier die Überseite, die About-Seite, wo hier nochmal zusammengefasst ist, was das Europavox-Projekt tatsächlich ist. Die Säulen, also die Festivals, das Medium, das Spotlight-Programm. Und die Zahlen sprechen, glaube ich, für sich. Wir erreichen jedes Monat 1,3 Millionen Musikfans in 45 unterschiedlichen Ländern. Jede Woche besuchen diese Plattform 6.000 Musikprofessionals. Jedes Jahr werden 800 Bands ins Spotlight gestellt und da aus nämlich 28 unterschiedlichen Nationalitäten. Und die Festivals, wenn gerade nicht Covid herrscht, dann werden die von 150.000 Menschen besucht. Und ich habe es eingangs schon erwähnt, heute beginnt in Clermont-Ferrand die 15. Ausgabe vom Europavox Festival. Und wie das in Zeiten von Planungsunsicherheit und Covid passieren kann, das sehen Sie auch ein bisschen hier, nämlich natürlich mit, soweit es geht, vor Ort, aber auch mit digitaler Begleitung. Das wird uns im Herbst im WUK wahrscheinlich ähnlich so geschehen. Ja, damit wäre ich auch schon fertig. Dankeschön. Vielen Dank, Astrid, für den spannenden Einblick. Und wir bleiben in Österreich mit dem nächsten Programm. Und ich darf jetzt Gerald Grüchenig zu mir bitten von IG Kultur. Und auch du, Gerald, bist für verschiedene Bereiche zuständig. Du bist der Geschäftsführer Europäische Theaternacht, der Koordinator des Creative Europe Projektes Asset in Österreich. Du bist Projektkoordinator für Nachhaltigkeit und Kulturstrategie in der Kulturabteilung der Stadt St. Pölten. Also auch einiges zu tun. Ich freue mich auf deine Präsentation. Ja, schönen guten Tag. Ich gebe jetzt meinen Bildschirm frei. Ich erzähle heute ein bisschen was über das Projekt Asset. Moment. Vielleicht fange ich gleich mit der letzten Folie an, weil das ist die erste, aber ich fange mit der letzten an. Wir haben nicht sehr viel Zeit, es ist ein sehr umfangreiches Projekt und wir planen auf jeden Fall im Herbst in Tour durch alle Bundesländer, wo wir die Ergebnisse dieses Projekts vorstellen, weil es für jeden, der im Kulturbereich tätig ist, sehr spannend ist. Hier die Daten rundherum, also es hat von 1. Oktober 2018 jetzt bis 31. Juli 2021 gedauert. Der Lead war die Akademie der Darstellenden Künste in Prag. Dann waren 5 Staaten, wo jeweils in den Landeshauptstädten 4 Theater ausgewählt wurden. Und für mich der spannendste Partner natürlich die Audience Agency in London, einer der profiliertesten Publikumsstudienbetreiber, die den ganzen wissenschaftlichen Bereich hier betreut haben. Gesamtkosten waren 275.000, die Kosten für Österreich waren 37.000 und die EU hat 22.272 dazugesteuert. Und damals noch das Bundeskanzleramt, den Rest, wofür wir natürlich sehr herzlich danken. Warum komme ich jetzt da nicht weiter? Jawohl. Worum geht es in Asset natürlich? Audience Segmentation, es geht ums Publikum. Nämlich, was sind die Charakteristika von Publikum? Was wissen wir unser Publikum? Wen sprechen wir an und wie können wir besser mit ihm kommunizieren? So die ersten Zahlen, das war so eine Vorstudie. Wir wissen zwar, wie viele Leute kommen, was die an Geld bei uns da lassen, aber alles darüber hinaus. Also welche Kommunikation bevorzugen die? Wo leben sie? Demografische Daten. Was sind ihre kulturellen Präferenzen? Wie nehmen sie Anteil am Theater? Das haben wir herausgefunden, ist in allen Ländern nicht sehr präsent und auf das haben wir dann aufgebaut. Und von den vielen Zielen habe ich nur eins rausgehoben.
Ziel war die Erstellung einer Hypothese über das Theaterpublikum. Wir haben 5 Staaten, jeweils 4 Theater. Und die Audience Agency hat geschaut, dass sie dann verschiedene Segmente rauskriegt. Jedes Theater kann mit diesen Zahlen von ihm weiterarbeiten. Sie können schauen, wen erreichen wir, wie erreichen wir den, was können wir machen, dass wir unsere Ziele besser erreichen, wo können vielleicht Fehler sein. Und es gibt auch allgemein, man sieht ungefähr Trends, wie ein Theaterpublikum tickt. Für wen war das von Interesse? Natürlich für Kulturschaffende und Fachleute aus den Sparten Theater, darstellende Künste, Theaterbetriebe, den ganzen wissenschaftlichen Bereich, Kulturpolitik und Verwaltung und natürlich auch für ein Publikum, wenn man sich dafür interessiert. Wie hat das angefangen? Es hat Basisstudien gegeben, was basiert an Untersuchungen in den Theatern. Dann waren die Workshops der Audience Agency. Jedes Theater ist von der Audience Agency geschult worden über die bevorstehenden Umfragen. Diese Workshops waren freigegeben für andere Interessentinnen. In Wien haben wir an die 50 Anmeldungen gehabt. Also wir müssen noch zweimal dazu machen, weil nicht alle Platz gehabt haben. Wir sitzen da das Off-Theater in der Brunnenpassage und dann war es im Werk X noch. Die andere letzte Folie ist aus Helsinki. Also die Audience Agency ist da im Frühjahr alle Staaten durchgefahren. Und nach den einzelnen Umfragen, es hat eine erste im Jahr 2019 gegeben, auf der basend eine zweite Umfrage im Jahr 2020. Es war jeweils ein vierseitiger Fragebogen, der face-to-face zu Theaterbesucherinnen gegeben worden ist, ausgefüllt worden ist. Und insgesamt sind 10.000 dieser Fragebögen zurückgekommen. Und danach hat es immer Besprechungen gegeben, wie arbeiten wir weiter, in welche Richtung gehen wir. Wir haben hier auch London, Zagreb, Sofia und rechts unten Wien und nach 2020, und das kommt jetzt zum großen Nachteil dieses Projekts, nach 2020 haben diese Treffen, die eigentlich für die Kommunikation sehr wichtig waren, dann so ausgeschaut, nämlich es hat genau das, was man am Ende gebraucht hätte, diese Auseinandersetzung, gemeinsam Ideen liefern. Die Kommunikation ist aufgrund der Pandemie nicht mehr gegangen. Und auch der letzte Punkt, wir wollten dann sogar noch einmal abfragen, was hat die Pandemie, wie hat das Theaterpublikum beeinflusst, ist ja dann aufgrund des dritten Lockdowns dann auch nicht mehr möglich gemäß. Kurz, was ist eine Segmentierung? Man probiert, Gruppen von Personen gemeinsam zu finden. Was haben sie gemeinsam? Welche Typen, welche gemeinsamen Merkmale? Das ist jenseits von Durchschnitten. Muss nicht unbedingt demografisch sein, kann aber auch. Ausgang ist von primären Eckdaten. Das war Inhalt, Umfang, Häufigkeit, Motivation. Und abgefragt war es dann Kommunikation, Motivation, Erfahrungen, demografische Daten, Theaterform. Was schaut man sich an? Was bevorzugt man? Und dann noch offene Fragen zu dem Theater. Und warum das recht wichtig war, warum man dann ausgegangen ist von diesen Primären. Ich habe jetzt nur eine Folie von den vielen Ergebnissen. Der Kartenpreis zum Beispiel war das geringste Auswahlkriterium um einen Besuch im Theater von den Theatern in Österreich, aber auch in den anderen. Um erster Linie ist es immer gegangen, warum gehe ich ins Theater? Was finde ich dort vor? Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis? Wie werde ich berührt von dem Ganzen? Und sogar dabei der Begriff der Unterhaltung kommt erst an dritter oder vierter Stelle. Wichtig ist, dass man gemeinsam hingeht. Was erlebt man dort? Ich sage jetzt auch zu den österreichischen, wir sind ja die IG Kultur, ist der Projektträger von dem und wir haben bewusst 4 freie Theater, die nicht zu den ganz großen Tourismus Punkten gehören. Erstens, weil die sich solche Studien normalerweise kaum leisten können. Zweitens, weil dadurch natürlich Aspekte, Transfers zur Vereinsszene möglich sind. Es ist der Dschungel Wien gewesen mit seiner Jugendschiene, also ab 16 Jahre, das Brut, das Puppentheater, das Schubert-Theater und das Werk X Petersplatz. Jetzt fasse ich 2 Jahre zusammen. Welche Segmente haben wir da erarbeitet? Also die Audience Agency hat 9 Segmente, 5, die klar inhaltlich zuordnbar sind und 4 ohne klare Inhalte von Besucherinnen in den Theatern. Also die klar natürlich die Klassikfans, die Star-Lovers, die Talentesucher, dann gibt es Freunde des zeitgenössischen Entdecker, Explorers. Und von den ohne klaren Präferenzen, die Mainstreamers, also die heute den Mainstream sich anschauen und mir gefällt da am besten die Cultural Gracers, hat das die Audience Agency genannt, das sind die auf der Kulturweide, das kann man sich vorstellen, wieder ist die große Kulturweide und da grasen halt die Besucherinnen der Theater und essen dort einmal einen Schüppel von dem und dann nehmen sie wieder diese Pflanzen
und essen dort. Warum ist das jetzt spannend? Weil man hat für jede dieser, das ist jetzt ganz kurz, vier rausgesucht, von jeder dieser hat man genau bearbeitet. Wenn Ihr Theater jetzt einen von diesen Besuchertypen hat, Besucherinnen-Typen hat, warum gehen die hin? Was brauchen die für Kommunikation? Gehen die eher auf Mundpropaganda? Schauen sie die auf Medien an? Lesen die Zeitungen? Mit wem gehen sie? Was benutzen sie sonst noch? Was schauen sie sonst noch an? Also man kann da wirklich dann, mit wem arbeite ich zusammen, ganz einfach. Das war sehr wichtig in Wien, wenn man sieht, gewisse Theater und gewisse Kultureinrichtungen haben eigentlich dasselbe Publikum. Dann kann man gemeinsam auch planen. Also es geht wirklich nach einer Rücksprache mit denen, die dabei waren. Es geht in die, ins Innerste rein. Man kann sich schauen, was mache ich da? Wie kann ich mit meinem Publikum weiterarbeiten? Wie kann ich auch Mittel sinnvoll einsetzen? Und auch die Frage, erreiche ich meine Ziele? Also wen erreiche ich da und will ich das überhaupt? Wir haben dann natürlich die Segmente jetzt europaweit ausgewertet. Das ist sehr spannend. Man kann es dann schauen, je nachdem, Österreich, Bulgarien, wie schaut es da aus? Österreich ist spannend, weil wir den größten Anteil der Entdecker haben. Also bei uns sind 15% Leute, die wirklich sich auch offen sind für was Neues. Kann man sagen, klar, wir haben relativ freie Theater gehabt, die in der Avantgarde und neue Sachen suchen. Aber trotzdem, quer durch Europa war das sehr spannend, hat uns sehr gefreut. Dann, das sind jetzt nur zwei Folien, die Alterssegmente von, wer geht jetzt von diesen Segmenten, welche Alter haben die, wenn sie ins Theater gehen, welche Bedeutung haben die Eintrittspreise, das ist alles für Marketing, für Audience Development, kann das in den jeweiligen Theatern sehr spannend sein. Untersucht worden ist auch, weil alle diese Länder europäische Theaternacht machen, die einmal im Jahr als Audience Development stattfindet. Wichtig ist die europäische Theaternacht, man geht dorthin, um was Neues wahrzunehmen. Man geht dorthin, um neue Sachen zu sehen und man kommt auch wieder, wenn man was Neues gesehen hat und die Hauptergebnisse, ein Rahmen dieses Ergebnisses, also man probiert neue Ortritte, neue Stücke aus und es ist eine besondere Veranstaltung, wo man sich über neue Kunstformen orientieren kann und informieren kann. Wie geht es weiter? Das ist jetzt schon der Schluss. Momentan wird die Publikation erstellt in Prag und wir fangen an mit einer Abrechnung, was jetzt gerade das Einfachste ist. Dann bereiten wir die Ergebnisse auf, die werden auf der IG Kultur Homepage stehen. Wir planen für Herbst eine Präsentation in den Bundesländern, weil es kann für jedes Theater, ob das jetzt ein professionelles, klassisches, große Bühne ist oder ein Kleintheater oder ein Kulturzentrum, sehr notwendig sein. Wir arbeiten auch an Wissenstransfers. Wir schauen, dass die Fragebögen weitergegeben werden können an Interessentinnen und reden auch momentan mit der Audience Agency, ob sie gewisse Auswertungen übernehmen können, wenn jemand wirklich an einer breiteren Zusammenarbeit interessiert ist. Und wir planen auch ein Folgeprojekt im Rahmen der Europäischen Theaternacht, weil das wirklich eines der spannendsten Ergebnisse auch war. Das war's schon. Besten Dank. Ich war jetzt sehr schnell, ich weiß, aber 7 Minuten sind nicht sehr viel. Vielen Dank, Gerrit. Du hast uns auf jeden Fall sehr interessante Informationen geliefert und auch sehr aufschlussreich. Also ich finde es echt interessant, wie sich so das Publikum zusammensetzt im Theater und wie sich das von Land zu Land unterscheidet. Ich glaube, das sind auch wahnsinnig relevante Daten für Theater in Österreich und auch außerhalb, wenn es um den ökonomischen, um den wirtschaftlichen Bereich geht. Also vielen Dank für den Einblick. Und ich mache jetzt weiter und darf unsere nächste Best Practice-Kandidatin zu mir bitten. Und zwar ist es die Daniela. Die Daniela Oberhofer-Tonkovic, du bist heute da als Projektleiterin und Kuratorin vom EU-Projekt Magic Carpets, aber du hast auch verschiedene Hüte, die du trägst. Du bist selbstständige Kulturmanagerin, Kuratorin, Kunst- und Kulturprozentin und auch, was ich sehr spannend finde, Mitbegründerin der Kreativagentur Lab 852 in Kroatien. Also bin ich schon sehr gespannt auf deine Präsentation heute zum Thema Magic Carpets. Moment, hört man mich? Man hört dich und wir können auch deine Folien sehen. Perfekt, ja. Ich bedanke mich für die nette Vorstellung und ich möchte auch sagen, wir sind sehr dankbar, hier mitwirken zu dürfen und unser Projekt vorstellen zu können. Magic Carpets ist ein 4-jähriges internationales, kurz, ich komme aus Kroatien, wie du gesagt hast, und ich werde ein bisschen mitlesen. Also wir haben da ein 4-jähriges internationales
Förderungsprojekt für aufstrebende Künstlerinnen aller Sparten, das von Creative Europe unterstützt wird. Ziel dieses Projektes ist es primär, eine Plattform aufbauen, die dazu dient, künstlerischen Austausch im Rahmen Artist in Residency Programmes und in einem gesellschaftsrelevanten Kontext zu etablieren. Und die eingeladenen Künstlerinnen positionieren sich mitten im kulturellen Geschehen des Gastgeberstaates und wirken auch im gesellschaftlichen Kontext sehr aktiv. Der Titel Magic Carpets bezieht sich auf 1001 Nacht, auf Märchen 1001 Nacht und fliegenden Teppich, der hier für Metapher für die Macht der Kultur wird. Es geht um lokale und persönliche Geschichten, die wir durch verschiedene Kunstpraktiken und interdisziplinäre Kunstpraktiken sichtbar und hörbar machen möchten. Und es geht uns auch sehr viel um Perspektiven aufstrebenden Künstlern zu erweitern. Die Ziele sind gegenseitiges Verständnis in der Bevölkerung zu unterstützen, die Fähigkeit der Künstlerinnen zu fördern, in außeninstitutionalen Räumlichkeiten zu arbeiten und in einem soziokulturellen Kontext, Sichtbarkeit aufstrebenden Künstlerinnen zu erhöhen, den Dialog anstoßen, Publikumsinvolvierung und Entwicklung und Co-Kreation. Wir sind eine Plattform mit 15 Mitgliedern. Unser Koordinator, Partner kommt aus Kaunas, das ist Kaunas Art Biennale. Und das ganze Projekt ist eigentlich entstanden worden als Vorbereitungsprozess für Kulturhauptstadt Europas, das Kaunas im Jahr 2022 werden wird. Open Space Innsbruck ist österreichische Vertreter. Das ist ein Veranstaltungsraum, der vom Verein zur Förderung der Alltagskultur betrieben wird. Und im Team, wir sind ein sehr kleines Team, sind Charlie Walter, der Leiter von Open Space Innsbruck, und ich. In den letzten Jahren haben wir uns in dem Magic Carpet mit dem Begriff dazwischen beschäftigt. Und so haben wir Programme zwischen Innsbruck und anderen Mitgliedern, zwischen lokalen und internationalen Künstlern, Künstlerinnen und Gemeinschaften, verschiedenen künstlerischen Disziplinen sowie Organisationen entwickelt, aber auch zwischen Tradition und zeitgenössischem Raum und Nutzung, Zustand und Perspektive, Technik, Handwerk und Kunst. Ein zeitlicher Überblick, also das Projekt ist 2016 eingereicht worden, im 2017 September bewilligt worden von der EU. Open Space ist erst seit 2018 dabei. Da waren drei tolle und aktive Projektjahre hinter uns. Wir sind jetzt in dem vierten Jahr, also 21, und jetzt gerade entwickeln wir oder wird Programm implementiert, das bis November 2021 läuft hier in Innsbruck. Am Ende 21 beziehungsweise im November gibt es dann noch eine Endausstellung Magic Carpets in Kaunas, wo alle oder viele Künstler und Kunstwerke mitwirken werden. Budgetmäßig wollte ich es ganz einfach darstellen. Also pro Jahr gibt es ungefähr 30.000 Euro zur Verfügung, und die Finanzierungsschema für jede Partnerorganisation. Und Finanzierungsschema ist 80% wird es von EU finanziert. Das ist eine sehr tolle Lage für uns. Und Open Space hat sich den Rest dann durch Eigenmittel und Förderstellen wie Bundesministerium, Stadt Innsbruck und Land Tirol versichert. Und da sind wir auch sehr dankbar dafür. Jetzt würde ich gern schnell durch unsere Projektjahre überblicken. Das Pilotjahr lief unter dem Titel Balance. Es ging um Kunst in öffentlichem Raum in unserer Nachbarschaft Wilten. Und wir haben Künstler eingeladen,
zwei internationale Künstlerinnen und einen lokalen Künstler, die dann Werke, so möbelartige Skulpturen, also Straßenobjekte entwickelt haben, gemeinsam mit verschiedenen Nachbarschaftsgemeinschaften oder einfach Nachbarn, und die dann später in dem Nachbarschaft 8 präsentiert haben in den Straßen. Das war eine Künstlerin aus Rumänien, eine Künstlerin aus Georgien und ein Künstler aus Innsbruck. Das erste Jahr ging sehr schnell, weil wir erst spät eingestiegen sind. Und schon in dem zweiten Jahr haben wir weiterhin unsere Nachbarschaft erforscht, aber uns an Klangwelten ein bisschen näher gemacht. So sind die Künstler, die wir eingeladen haben, haben Werke im Spannungsfeld Klang, Gesellschaft und Technologie entwickelt, gemeinsam mit Hackerspace Innsbruck, Werkstätte Wattens, FabLab und ähnliche Organisationen. Diese wurden dann später bei Kultursommer Wilden und Innsbrucker Heart of Noise Festival präsentiert. Wieder mal eine Künstlerin aus Georgien, dann ein Künstler aus Tschechien und zwei Künstler aus Innsbruck, Johannes Bayer und Christian Schwarzer. Alle haben interaktive Klangmaschinen entwickelt oder interaktive Klanginstallationen entwickelt und es gab eine Reihe von Workshops und Lectures, die das Ganze begleitet haben. Und durch Workshops versuchen wir, verschiedene Generationen zu erreichen. Zum Beispiel hier zum Schluss gibt es einen Moment von Bauernmarkt Wilden, wo Vegetable Orchestra ein Kinderworkshop veranstaltet hat, wie man aus Gemüse Instrumente baut. In dem letzten Jahr, Covid-Jahr, haben wir versucht, Unsichtbare Städte, das Roman von Unsichtbare Städte Italo Calvino neu zu interpretieren, gemeinsam mit The Doing Group Performance Collective, haben wir das auch trotz allem geschafft. Da haben ganz viele Künstler mitgewirkt, im Fokus 2, Peter Lorenz, ein Performance Maker und Regisseur, und Nicola Di Croce, ein Klangkünstler und Architekt. Die haben dann mit mehr wie 10 lokalen Künstlern und Experten ihre Werke dann weiterentwickelt. Zum Schluss gab es Prolog, Kapitel und Epilog, ein bisschen anders interpretiert. Prolog war Nicola Di Croce, er hat einen Score entwickelt mit weiteren 5 lokalen Klangkünstlern und in Zusammenarbeit mit Glockengießerei Grasmeier. Hat er dann diese Komposition bei Heart of Noise präsentieren können. Peter Lorenz, ganz tolle Arbeit. Also wir waren mitten im Lockdown, wir waren teilweise auch davon betroffen, manche Künstler, und man hat trotzdem geschaut, dass man systemrelevante Wege findet und experimentiert, wie man trotz allen, trotz diesen neuen Konditionen und sozialer Distanz Kunst genießen machen und genießen kann. Ja? Und so hat der Peter Lorenz gemeinsam mit 5 verschiedenen Experten und Künstlern eine digitale partizipative Pizza-Box entwickelt, eine Maschine, die man bestellen kann, wenn man eine Nummer anruft und wie Pizza halt bestellt sich nach Hause. So ist Kunst den Bürgern nach Hause geliefert worden und sie dürften auch mitwirken. Also sie haben dann in den zweiten Teil ihre Audio- und Videobeiträge beitragen können. Ja, und schlussendlich haben wir das auch bearbeitet und ausgestellt an 6 verschiedenen Stellen in den öffentlichen Raum Innsbrucks. Ich möchte mich noch ganz herzlich bedanken für alle, die in dem Jahr mitgewirkt haben. Jetzt sind wir in dem Jahr 4. Wir möchten das dazwischen, was wir seit 4 Jahren machen,
zelebrieren nach dem letzten Jahr, was wir so durchgemacht haben. Und wir haben mehrere Künstler eingeladen, um lokal mitzuwirken. Anna Leachbaumer, Stefan Rasberger, Benjamin Tomassi, Peter Lorenz. Aber wir haben auch viele Künstler für internationale Residenzen wieder mal vermittelt, sozusagen, genau. Und unser Programm findet jetzt statt und bis anschließend November 2021. Es wird spannend. Zum Schluss möchte ich ein bisschen zusammenfassen. Also auf der Plattformebene haben wir über 50 künstlerische und kulturelle Interventionen zu fliegenden Teppichen gemacht, über 150 Künstlerinnen wurden involviert, diverse Geschichten aus verschiedenen Kulturen und Ländern erzählt worden sind. Endausstellung wird jetzt kreiert für Kulturhauptstadt Europas und ein tolles Netzwerk ist aufgebaut worden. Für uns lokal heißt es, wir sind von den einzigen Creative Europe geförderten Kulturprojekt zum einer von Best Practice Beispiele, das von Creative Europe Desk Austria anerkannt worden sind. Wir sind sehr stolz, dass wir diese Reise machen dürften. Und wir haben ganz viele Künstler involviert, sowohl lokal als auch international. Also uns lag es wirklich am Herzen, dass es einen gesunden Austausch gibt und dass die lokalen Künstler aus Innsbruck die Gelegenheit haben, sich außerhalb Tirols und Österreich weiterzuentwickeln. Es ist ein tolles Netzwerk und Unterstützungsstruktur aufgebaut worden. Und vor allem sind wir stolz darauf, dass ein Raum zum Experimentieren geschaffen worden ist mit Kunstpartizipations- und Vermittlungsmethoden. Somit möchte ich mich bedanken. Sie können uns verfolgen auf unsere Webseiten www.magiccarpets.eu und .at. Open Space, unsere Arbeit ist super zu sehen am Instagram. Bitte klicken, da gibt es ganz viele Fotos. Und natürlich sind wir auch jetzt im Prozess, Dokumentation zu sammeln und in den baldige Zeit wieder einreichen für das neue Zyklus. Dankeschön. Vielen Dank, Daniela, für den Einblick in die Reise von Magic Carpets in den letzten Jahren. Ich finde ja den Ansatz, den kreativen Ansatz, den ihr gewählt habt, mit dem Kultur und Kunst nach Hause zu liefern, sehr interessant und sehr spannend. Das waren quasi jetzt die drei Projekte aus Österreich, EuropaVox, Asset und Magic Carpets. Und liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, Sie haben dann auch die Möglichkeit, gleich Fragen an Astrid, Gerald und Daniela zu stellen. Und jetzt geht es mit der Reise weiter, und zwar verlassen wir Österreich mehr oder weniger und schauen ein bisschen in die Nachbarländer oder Nachbarregionen. Und das Erste, das wir uns anschauen, ist die Alpe Adria Allianz. Und ich darf zu mir Sandra Kutzowan bitten von Land Steiermark. Und zwar arbeitet die im Amt Kultur, Europa und Sport. Und sie wird uns jetzt diese Alpen Adria Allianz näher vorstellen. Sandra, bitte. So, hallo, schönen Mittag. Es ist Punkt 13 Uhr, wir haben quasi eine Punktlandung gemacht. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein. Danke Elisabeth, danke Esther für die Idee und die Möglichkeit, hier auch die Alpen Adria Allianz zu präsentieren. Wie die Karin schon gesagt hat, ich arbeite hier in Abteilung 9, Kultur Europa Sport. Das heißt, wir bearbeiten hier den thematischen Koordinationspunkt der Alpen Adria Allianz Kunst und Kultur. Und ich leite hier auch die, das Service Center für EU-Förderungen, wo ich immer auch in enger Abstimmung mit der Elisabeth bin. Ich habe jetzt meinen Bildschirm geteilt und ich freue mich, hier die Alpen Adria Allianz vorstellen zu dürfen. Ich würde sie so sehen, dass man, also sie ist located quasi in Kärnten, also nicht ganz außerhalb Österreichs. Dort ist das Generalsekretariat und es gibt eben einiges dazu zu erzählen. Und ich würde die Alpen Adria Allianz so sehen als ergänzende Möglichkeit einer Förderung für ein EU-Projekt oder für die Vorbereitung eines EU-Projekts. Und die Eckdaten erzähle ich Ihnen. So, also gegründet wurde sie im November 2013. Es gab schon vorher die ARGE Alpen Adria Allianz.
wir sind ein loses Netzwerk, deshalb, weil wir schneller agieren können und es nicht unsere Aufgabe ist, eigene Projekte zu machen, sondern wir supporten Projekte aus unterschiedlichen thematischen Feldern. Wir sind 11 Members, das heißt 3 Regionen aus Österreich, Burgenland, Kärnten, Steiermark, 6 kroatische Countys, ein County in Westungarn, Wasch und Slowenien. Leider ist Italien nicht dabei. Das hat, glaube ich, politische Gründe. Aber wir arbeiten fest daran, dass wir Venezia, Friaul dazu bekommen. Wie ist die Struktur? Es gibt einen Alpen-Adria-Rat. Da gibt es eine Präsidentschaft, die variiert immer alle 2 Jahre. Derzeit ist sie beim Komitat Varaždin und der Präfekt Čačić ist der Präsident. Nächstes Jahr gibt es eine neue Präsidentschaft, es gibt das Steering Committee, dort sind drinnen, es klingt alles total kompliziert, es gibt einen Contact Point, thematischen Contact Point, es ist aber trotzdem unbürokratisch. Thematische Contact Point, das ist eigentlich das Herzstück, das heißt, wir fördern aus 12 unterschiedlichen Themenbereiche Projekte, die innerhalb dieser Alpen-Adria-Allianz stattfinden. Das Generalsekretariat ist in Kärnten. Das ist der einzige, der ganz täglich sozusagen arbeitet für die Alpen-Adria-Allianz, unser Thomas Pseiner. Hier sehen Sie die thematischen Koordinationspunkte. Ich habe Art and Culture deshalb fett herausgehoben, weil man das jetzt das Thema ist. Aber Sie sehen, es gibt eben Equal Opportunities, Europe Healthcare, Inclusion, Sports, Tourism, also all diese Geschichten. Wir haben seit 2014, also 13 gegründet, 14 sind die ersten Projekte eingereicht worden, rund 264 Projekte gefördert, mit unterstützt und 44 davon sind kofinanziert, also für Projekte. Creative Europe, Erasmus Plus und Europe for Citizen. Und ich darf sagen, dass wir hier sehr stolz sind in der Steiermark. Also ich mache das gemeinsam mit meiner Kollegin Nicole Meisterl. Wir sind tatsächlich der erfolgreichste Koordinationspunkt, weil wir genau auf das setzen, was jetzt sehr viele Vorrednerinnen schon gesagt haben. Wir vernetzen, wir lernen voneinander und wir bringen eigentlich nur die Leute zusammen. Es gibt so wahnsinnig viele tolle Ideen, wie wir jetzt auch wieder aus diesem Feuerwerk gesehen haben, was wir da präsentiert und sehen durften. Genau, was unterstützen wir? Preparation Costs, Implementation Costs und Joint Project. Das heißt, da ganz normale People-to-People-Projekte. Es ist deshalb auf Englisch, weil die Geschäftssprache bei der Alpen-Adria-Allianz ist Englisch. Aber das wird Sie alle nicht überraschen bei europäischen Projekten. Wir haben, und das ist jetzt ein Gesamtbudget, also das heißt für alle Members und für alle DCBs 55.000 Euro. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber für ein einzelnes Projekt kann es dann durchaus wertvoll sein, wenn man für die Vorbereitungskosten zum Beispiel 4.000 Euro dazu bekommt. Wir haben danach noch 2 Beispiele, die zumindest eines davon auch von der Alpen-Adria-Allianz supported worden ist. Was braucht es? 3 Partner von 3 unterschiedlichen Ländern, also nicht nur Member, sondern Länder müssen sein. Und es sollten idealerweise je mehr, desto besser Partner die Möglichkeit haben, daran zu partizipieren. Wir managen den hier in der Steiermark. Das habe ich dann schon gesagt, was wir so machen. Genau, wir sind entstanden aus dem Aktionsfeld Kultur International. Im Jahr 2013 gab es in der Steiermark eine Verwaltungsreform und da sind Europa und Kultur zusammengekommen. Und wir haben die Schnittmengen, die besten Schnittmengen gesucht und da haben wir zum Beispiel eben die Alpen-Adria-Allianz gefunden oder eben diese Service Center für EU-Förderungen auch. Wir haben den Fokus Südosteuropa, was ich Ihnen gesagt habe, wir haben ein Netzwerk gebildet von unterschiedlichen kulturellen Playern, aber nicht nur, auch soziale, auch Bildung ist dabei. Aus den unterschiedlichen Ländern, aus den unterschiedlichen Regionen. Unser Fokus ist tatsächlich, sind EU-Projekte zu finanzieren, zu ermöglichen, zu unterstützen. Und wir sehen uns einfach als Service Center für Informationen, Partnersuche, Plattform. Also wenn Sie ein Projekt haben, wo Sie sagen, boah, ich hätte eigentlich gerne ein bisschen mit Slowenien kooperieren oder mit Kroatien oder im Westungarn, einfach melden bei uns. Wie machen es wir tatsächlich bottom-up? Das heißt, wir sind, wie wir es implementiert haben,
durch alle Länder gereist über eine Kulturinitiative und wir haben quasi Künstlerinnen aus der Steiermark, mit denen aus Ungarn, Slowenien, Kroatien zusammengebracht und haben sie auch immer angedockt an Festivals. Also wir docken immer an Bestehendes an und schauen, dass wir so wenig wie möglich selber produzieren, weil das wenige Geld, muss man sagen, das wir haben, sollte dorthin gehen, wo es hingehört, nämlich zu den Kulturorganisationen und Künstlerinnen und Künstlern. Fokus ist tatsächlich Contemporary Art, also zeitgenössische Kunst und Kultur bei uns. Und wir haben, Sie sehen 31 EU-Projekte immerhin unterstützt. Also wir sind wirklich der erfolgreichste. Das Interessanteste jetzt ist gerade ein Call Open. Wir haben im 1. Juni gestartet und es ist sehr lange offen bis 30. September, weil wir gesagt haben, nach Corona werden die Leute einfach auch einmal auf Urlaub fahren müssen. Das ist gut, wichtig und richtig und das geht zum Glück. Und bis 30. September hat man Zeit. Es ist ein 14-seitiges Antragsformular, das klingt sehr komplex, ist es aber nicht und wir helfen sehr gerne beim Ausfüllen. Die Informationen finden Sie hier auf unserer Website am Kulturportal www.kultur.steiermark.at. Hier sind meine Daten alle. Ich glaube, die Folien werden ausgeschickt. Also ich freue mich, wenn Sie mich kontaktieren, wenn Sie uns kontaktieren. Das ist die Adresse des Generalsekretariats. Und hier, genau, habe ich noch den Hinweis auf die zwei Projekte, die jetzt vorgestellt werden. Das ist dann Sugar von Rotor. Und Echoes from Invisible Landscape von Mani Deo. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr und freue mich schon, die nächsten beiden Projekte sehen zu können. Vielen Dank. Vielen Dank, Sandra, für die Vorstellung der Alpen-Adria-Allianz. Und ja, wir werden die Folien nachher mit allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen teilen. Also Sie haben dann auch die Kontaktinformationen und wenn Sie uns noch 10, 15 Minuten Ihrer Zeit schenken, Ihrer wertvollen Zeit, dann schauen wir uns jetzt die zwei Projekte an, die Sandra bereits angekündigt hat. Und wir beginnen mit Margrethe Markovic von Rotor. Sie ist eben Gründungsmitglied und künstlerische Leiterin von Rotor, dem Zentrum für zeitgenössische Kunst in Graz. Und sie wird uns jetzt ein ganz spannendes Projekt vorstellen, nämlich Eastern Sugar. Vielen Dank für die Einführung, Sandra und Karin. Es freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ich habe auch, muss ich sagen, bin auch so eine ganz vorweg, bevor ich ein bisschen was erzähle, auch so ein wirklicher Fan im Moment von dem Zusammenschluss von Österreich, Luxemburg und auch Deutschland. Also ich habe zwei wirklich super Vorstellungen des neuen Programms schon mithören dürfen und dafür danke ich sehr, dass das in der Form wir Zoom auch immer sozusagen zugänglich ist für uns alle. Also ich share jetzt auch mal schnell meinen Screen, wenn ich bitten darf, um den Host, dass ich teilen kann. Einen Augenblick, das machen wir gleich. Genau, jetzt dürftest du die Berechtigung haben. Und wir sehen auch deine Folien. Voilà, ich glaube. Und die Präsentation, perfekt. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute bei der Veranstaltung auch sprechen darf, sozusagen ein Projekt vorstellen, das die slowakischen Kolleginnen und Kollegen koordinieren. Es ist ein Best Practice mit sehr ungewöhnlichen Vorzeichen. Ich habe vorher bei der Daniela und auch beim Gerald zugehört. Ich bin so glücklich, dass ihr so lange Zeiträume hattet, sozusagen für die Realisierung, weil die Pandemie hat das Projekt Eastern Sugar am Anfang der Laufzeit bereits getroffen. Es ist ein Projekt, das bei den Kooperationsprojekten mit Schwerpunkt auf dem kulturellen Erbe im Jahr 2018 eingereicht wurde und 2019 den Zuschlag bekommen hat. Und unsere Laufzeit beträgt genau 24 Monate. Rotor, Zentrum für zeitgenössische Kunst hier in Graz, für den ich heute spreche, ist Partnerinstitution dieses Projekts. Initiiert wurde Eastern Sugar von der renommierten slowakischen Künstlerin Ilona Nemeth. Sie hat genau diese Zuckerfabrik in Dunajská Streda in der Slowakei, die Sie hier im Bild sehen, über Jahre beobachtet.
Die Privatisierung des Staatsbetriebs, die Führung der Fabrik unter einem europäischen Konzern, nämlich Eastern Sugar, so wie es im Bild hier auch noch das Schild montiert ist, dann die Schließung und das letzte Kapitel war die Schleifung der Anlage. All das steht als ein Beispiel von vielen in der Geschichte der Transformationen im Osten Europas seit 1989. Diese Recherche Ilona Nemetz war Ausgangspunkt für die Entwicklung des EU-Projekts. Ich zeige Ihnen hier noch zwei Bilder, alle aus dem Zusammenhang, aus dem slowakischen Zusammenhang. Ich versuche da weiter zu klicken. Hier sehen Sie eine weitere der geschlossenen Fabriken. Also von 10 Fabriken in der Slowakei gibt es nur mehr 3 Fabriken, die existent sind. Und wir empfinden das, und das war auch ein wirklich guter Schachzug, mehr oder weniger von der Ilona Nemeth, ein europäisches Projekt daraus zu machen, weil das hat nicht nur eine slowakische Dimension, sondern auch eine europäische Dimension. Also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, im letzten Jahr war ja auch ganz viel in Österreich diskutiert, die Schließung der Zuckerfabrik zum Beispiel in Leopoldsdorf. Also in dem Fall eine Frage mit relevanter europäischer Dimension, die Ilona Nemeth zum Ausgang genommen hat. Eastern Sugar wird von der Kunsthalle Bratislava im Verbund mit der slowakischen Nationalgalerie Bratislava koordiniert und in Zusammenarbeit mit 5 Partnerinstitutionen realisiert. Neben Rotor Zentrum für zeitgenössische Kunst Graz, also wir als österreichische Institution, sind noch 4 weitere europäische Partner involviert. Das ist einerseits das Center for Contemporary Art Futura in Prag, der Schafhof, Europäisches Künstlerhaus Oberbayern in Freising, Deutschland, die Galerie La Box der École Nationale Supérieure d'Art de Bourges in Frankreich und TUDOC, ein Center for Knowledge Management and Education Research in Budapest in Ungarn. Für uns Rotorinnen sind neben dem inhaltlichen Interesse 2 Faktoren relevant für die Teilnahme an europäischen Projekten. Das ist zum einen der Austausch der Kolleginnen auf europäischer Ebene und die Möglichkeit, mit Künstlerinnen, in unserem Fall im Bereich der zeitgenössischen bildenden Kunst, neue Werke zu kreieren. Nun, für uns hat es es hat uns alle sehr hart getroffen, vor allem was den physischen Austausch mit den Kolleginnen anbelangt. Also wir hatten nur die Chance, uns einmal zu treffen, nämlich beim Kick-Off-Meeting im Winter 2019 in Budapest im realen Raum. Also das heißt, nach einer Orientierungsphase im Frühling 2020 haben wir natürlich, so wie auch der Gerald vorher gezeigt, alles in den digitalen Raum verlegt, und der war für uns auch wirklich relevant, weil dieser Erfahrungsaustausch, der für uns in der Entwicklung solcher Projekte wirklich relevant ist, es hat die Möglichkeit bestanden, dass wir einfach in Kontakt blieben und uns sozusagen die Projektentwicklungen der Kolleginnen auch anschauen konnten und uns auch gegenseitig sozusagen supporten, was die wirklich miesliche Lage, in der wir uns alle befunden haben, auch sozusagen, es war für uns echt relevant, dass wir uns getroffen haben, da auch ständig, muss man sagen. Vieles konnte auch gar nicht in den vorgesehenen Zeiträumen stattfinden. Das war auch interessant, weil wir mit den Verschiebungen auch massiv organisatorische Hürden gehabt haben. Also sehr ungewöhnlich für sonst normal ein europäisches Projekt, wo die Dinge normalerweise alle ganz glöckerlhaft funktionieren. Interessanterweise haben wir 2 Formate wirklich gut umsetzen können. Das waren die Residency-Programme und auch die Entwicklung von Publikationen, also alles, was mehr oder weniger dann auch stattfinden hat können. Vielleicht ist interessant, da noch zu erwähnen, dass 2 Ausstellungen jetzt noch ausständig sind. Das ist einerseits in der Kunsthalle Bratislava, die eröffnet im August, und wir im Oktober haben viele von den Ausstellungen, die geplant waren, stattgefunden, sie sind eröffnet worden, aber sie haben zum Teil überhaupt keine Besucherinnen haben können. Also das heißt, es war auch interessant für uns, wie könnte man sozusagen diese wirklich zum Teil wirklich ausgesprochen recherchbasierten Ausstellungen dann auch vermitteln, und dann wurden auch schöne Formate gewählt. Ich kann euch das dann auch im Anschluss zeigen. Wir haben eine wirklich ausgesprochen gute Webpage, wo es dann auch zu den jeweiligen Projektpartnerinnen auch kleine Filme gibt zu den jeweiligen Projekten, die entwickelt wurden.
Seit es auch die Pandemie-Reglementierungen erlauben, sind wir auch mit unseren Künstlerinnen wieder in regen Kontakt. Wir produzieren einen Großteil der Werke für die Ausstellung neu. Viele der Werke sind recherchbasiert, das heißt, auch hier haben wir wirklich über weite Strecken Schwierigkeiten gehabt, weil der Einlass in Zuckerfabriken, auch in Archive oder auch nur schlicht Interviews zu führen, war in dem Fall wirklich, es waren uns ein bisschen die Hände gebunden. Nichtsdestotrotz sind wir im Moment richtig guter Dinge, weil nächste Woche können wir nach dem Meeting in Budapest 2019 unser erstes reales Meeting wieder machen, nämlich im Schafhof in Freising. Darüber freuen wir uns schon sehr, weil wir nicht nur eine Ausstellung wirklich real sehen können, sondern auch im Endeffekt ein Partner-Meeting abhalten können. Ich switch noch zu einer letzten Folie. Ich gebe euch einen kleinen Teaser für die Ausstellung, die wir im Rotor eröffnen. Am 8. Oktober sozusagen ganz, wir hatten das wirklich die Chance, das bis zum Ende zu verschieben, weil am 31. Oktober eigentlich auch das Eastern Sugar Projekt im Rahmen dieser Laufzeit auch schließt. Hier sehen Sie ein künstlerisches Werk der Fokusgruppe aus Rijeka. Im Zuge der Umbauarbeiten der ehemaligen Zuckerfabrik in Rijeka wurden sehr interessante Veduten entdeckt. Der Palast war ursprünglich der Verwaltungssitz der privilegierten Gesellschaft Trieste-Rijeka, die das Monopol über die industrielle Zuckerverarbeitung und den Handel in der österreichisch-ungarischen Monarchie hatte. Im Rahmen von Rijeka Kulturhauptstadt Europas wurde nur in dem Gebäude auch das Stadtmuseum Rijeka eröffnet. Im Rahmen unserer Ausstellung interessiert uns einerseits die europäische Dimension der Zuckerproduktion, aber auch vor allem die Österreichs im kolonialen Zuckergeschäft. Und das ist seit 1750 ist Österreich sozusagen Teil dieses Zuckergeschäfts. Ich klicke euch jetzt auch noch auf eine weitere Page. Ich wollte euch hier den Link zu dem easternsugar.eu zeigen. Hier könnt ihr euch auch anschauen, was unsere Kolleginnen zum Beispiel in Bursch oder auch in Prag realisiert haben. Es gibt hier wunderbare Führungen auch durch die Ausstellungen. Kann ich euch hier kurz zeigen, wenn ihr hier euch das anschaut, zum Beispiel in der La Box ist eine Ausstellung realisiert worden, eine wirklich brillante zu dem Thema. Und es gibt auch hier in dem Fall auch kleine Filme, die Resultate auch zeigen. Es freut mich wirklich, dass ich das Projekt auch zeigen darf, weil ich finde, dass unsere Kollegin in der Slowakei wirklich einen ausgesprochen interessanten Recherch inspiriert hat, wo wir mit 5 Ländern einfach auch beitragen dürfen dazu. Vielen Dank. Vielen Dank, Margrethe, für den Einblick in das Projekt Eastern Sugar. Sehr spannend. Und jetzt haben wir zum Schluss, last but not least, noch eine weitere Künstlerin und Kuratorin, nämlich Sarah Mani vom Klanghaus in Unterkreid. Sarah, du co-leitest ja das Klanghaus und du wirst uns jetzt das Projekt vorstellen, das da lautet Echoes from Invisible Landscapes. Genau, danke, Karin, für die Vorstellung. So, wie gesagt, mein Name ist Sarah Mani. Ich versuche es schnell zu machen, weil ich weiß, dass wir spät sind. Aber ich freue mich auf das Projekt vorstellen zu dürfen. Ich bin kurz zu mir Musikerin, Komponistin und Kuratorin. Und zusammen mit mir Zabeke und Karin Schorm leite ich das Krankenhaus Untergreit. Ich bin auch Direktorin der kroatischen Kulturorganisation Mani.eu und genieße es gebrexited Britin meine europäischen Kulturtätigkeiten über Grenzen hinweg. Wir haben bisher an 3 Creative Europe-Projekten teilgenommen und eines davon, Rescue Regeneration of Disused Industrial Sites through Creativity in Europe, läuft noch heuer bis Ende Oktober. Und Margarete, wir sind in einer ähnlichen Covid-Situation wie ihr und suchen Lösungen nach wie vor im hybriden Raum mit unseren Partnern aus Ligurien, Sachsen und Slowenien. Unsere beiden ersten Projekte, Fauna, The Lost Languages of Europe 2010 bis 12 und eben Echoes from Invisible Landscapes 16 bis 18,
wurden beide als Best Practice Projekte ausgezeichnet. Und wir freuen uns ganz besonders als kleinere Vereine darüber. Anyway, wir wollten heute über Echos from Invisible Landscapes sprechen und nur kurz zum Projekt aus Übersicht. Es war ein Smaller Scale Cooperation Project 2016 bis 2018. Es war im Alpen-Adria-Raum verankert und orientierte sich bewusst eben regional und auch transdisziplinär. Zum Titel: Konzeptuell entstehen Echos bei uns als kollektive Arbeitsgruppe aus individuellen und kollektiven Geschichten der Menschen und ihrem natürlichen und auch konstruierten Umfeld. Die Landschaften im Projektnamen stellen materielles und auch immaterielles Kulturgut dar, das für uns die Basis individueller Identität und auch kollektive Gesellschaft formt. Echos war ein interaktives und interdisziplinäres Projekt. Künstlerinnen, angewandte Forscherinnen und das Publikum engagierten mit Schichten der Landschaft und kreierten daraus neue Werke, Initiativen und auch Dialoge, die alle basierten auf der Topographie, Geschichte und Menschen im Alpen-Adria-Raum. Für uns Ausdruck kultureller Reflexion. Und für uns war auch sehr wichtig, dass wir auch den ruralen, nicht urbanen Raum als Kulturort und Ort des kulturellen Geschehens nicht nur mit einbezogen haben, sondern auch Eco-Footing bespielt haben. Zu den Partnern: Das Projekt wurde geleitet von Enterprise Z mit Opal Mirzabeke, die heute auch da ist. Wir eben Mani Deo, Kainscham und ich waren dabei. Dieser Verlag, Klagenfurt Zero Welts, hat sich literarisch und interdisziplinär in das Projekt reingebracht, ein Echos-Band in der Reihe Europa Erlesen rausgebracht, aber auch unser Projektbuch veröffentlicht, was ein nachhaltiges Projekt ist, das wir nach wie vor sehr gerne verteilen. Und weitere Partner waren eben die Universität Klagenfurt, das war die die Abteilung damals für Kulturanthropologie heißt eben heute Institut für Kulturanalyse, geleitet von Klaus Schönberger, sehr bekannt, denke ich, auch medial, und begleitet aber auch von Uta Hohlfelder die Seminare angewandte Feldforschung und auch kollaborative Projekte gemacht hat. Und von der Uni haben wir auch die Barbara Meyer dabei gehabt, die eine sehr große Bereicherung war und kuratorisch mit ihrer Initiative Wissenschaft Kunst Echos begleitete. Und last but not least, und ich glaube auch, dass Sanja Popov-Leban hier im Publikum ist, aber sorry that I'm speaking German again, Kulturorganisationsversammlung Tolmin im Sotschertal mit dem Seattle Festival war ein ebenfalls sehr wesentliches Partner von Echos in einer absolut paradigmatische Alpen-Adria-Landschaft an der Konfluenz von den Flüssen Isonzo und Socha. Wir waren im Alpen-Adria-Raum verteilt und haben unser Projekt wirklich als Pilot gesehen, in der Hoffnung, dass andere Regionen das auch übernehmen, es wird stattfinden und auch und weiter wachsen. Also eben angewandte transdisziplinäre Auseinandersetzung mit Geschichte, Zukunft und jetzt. Alle Partnergruppen haben Raum für andere Zugänge geschaffen und neue Kollaborationen ermöglicht. Ich streiche nur ein paar spezifische Projekte hinaus. Die Ausstellung Echos in Tolmin war eine Photo Competition, die bis heute, das Projekt endete in 2018, die Fotos werden bis heute eben ausgestellt. Und die Ausstellung Going Gertschitz, die erstmals im April 2018 gezeigt wurde und mit einer Live-Eröffnung im Rahmen der Langen Nacht der Forschung damals, wurde 2019 eben in vielen verschiedenen Orten in Kärnten gezeigt. Und in der Interdisziplinarität war für uns sehr wichtig, insofern dass es gezeigt hat, wie unterschiedliche Zugänge zu Kunst und Kultur in so einem EU-Projekt zusammengebracht werden können und sich gegenseitig interdisziplinär bereichern können.
Weiteres Keypoint selbstverständlich Audience Development, was wir als interdisziplinärer Prozess sehen. Wir binden unsere Besucherinnen aktiv mit einem kreativer und kommunikativer Arbeitsweisen durch Workshops und auch durch Austausch mit kulturellen Akteurinnen bei unseren Live-Events, wo wir kein Backstage-Raum haben und wirklich schauen, dass alle Anwesenden miteinander kommunizieren über einen extended Nachmittag und Abend in der Regel. Das zentrale Thema der Transmobilität von Künstlerinnenwerken und auch Publikum war natürlich bei Echos 2016 bis 2018 wesentlich einfacher als jetzt. Und außer den selbstverständlichen Austausch von Künstlerinnen, ihren Arbeiten, Kuratorengruppen und Publikum, haben wir 2018 einen besonderen Fokus auf Mobilität mit dem von Enterprise Z geleiteten Projekt Echoes on the Road, wo eine Gruppe von Musikerinnen sich in der Südsteiermark gesammelt haben und mit gemieteten slowenischen VW-Bussen über Kärnten und Kobarid in Solcital zu uns nach Istrien in Kroatien gekommen sind und am Weg an öffentlichen Plätzen ihre akustischen Echos gespielt haben. In Istrien sind dann zwischen diesen Künstlern neue Kollaborationen spontan entstanden. Es war eine Art Residency im Vorfeld zum Alarm, was die Sandra vorher eingeblendet hat. Wir haben ein tolles Trio zum Beispiel von Roberto Pacidalu und zwei slowenischen Musikerinnen gehabt. Karin, ich beeile mich. Ja, ich wollte nur kurz zu Alarm sagen, auch was angewandte politische, kulturpolitische Arbeit betrifft. Wir haben nicht nur Kunst sondern und Kultur und Performances, sondern wir haben das bei diesem Event in Alarm ein Symposium-Diskussion gehabt, sehr persönlich und bewegend, über die sozio- und kulturpolitischen Resonanzen, mit denen wir im Laufe des Projekts konfrontiert wurden. Und da haben wir Johann Petzold, ein Szenenunsretter, eingeladen, der für CIA volontiert hat. Der diskutierte mit der kroatischen Dichterin Dragica Rajic, Sandra Kotschewan und Colette Schmidt vom Standard. Solche Gespräche kontextualisieren unsere künstlerischen Initiativen in einem wesentlich breiteren soziokulturellen Feld und gehören für uns unbedingt dazu. Darüber können wir nicht nur kreative Kommunikation ermöglichen, sondern bestenfalls auch hoffentlich Kunstskeptikern die gesellschaftliche Kraft und Signifikanz von Kunst und Kultur aktiv vor Augen führen. Da die Zeit kurz ist, sage ich nur, wir haben auch Radioprojekte und Veröffentlichungen gemacht, wo wir wirklich so kleine Brücken über die ganze Region spannen konnten. Und vor allem haben wir dann zum Schluss serbische Partner mit Radio Belgrad 3 eingebunden in das Projekt, in der Hoffnung oder eigentlich in der gelebten Nachhaltigkeit, dass das Projekt eben weitergeführt wird, nicht nur im Alpen-Adria-Raum, sondern wir planen jetzt bereits weiter in den Westen Balkan mit neuen Initiativen zu gehen. Ich werde euch damit lassen. Ich möchte mich, wahrscheinlich möchten das auch alle, ganz besonders bei der Creative Europe Desk und bei Elisabeth Pacher, persönlich für alle Unterstützung, die sie uns gegeben hat über viele Jahre. Und wir freuen uns auf weitere Zusammenarbeit. Und auch ganz besonders an die Atem Adria Allianz, die EHUS und diverse andere Projekte von uns unterstützt hat. Und das Land Steiermark und dir, liebe Sandra Kutschewan. Möchte ich sagen, danke. Und machen wir weiter. Ich weiß nicht, ob es Zeit gibt für das Video. Wir können das Video, oder? Ja, ich würde auch gern kurz darauf hinweisen, das Video zum Schluss einspielen, wenn es okay ist, weil ich glaube, es müssen schon einige Leute jetzt zum Punkt halb weg. Vielen Dank, Sarah, für den spannenden Einblick. Ich möchte mich auch ganz, ganz herzlich bei allen Vortragenden heute bedanken und auch natürlich bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Wir sind etwas über die Zeit gegangen, aber ich hoffe, Sie haben wertvolle Informationen mitgenommen. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass das nächste Event am 1. Juli stattfindet, von 10 bis 12 Uhr wieder online.
Und da geht es primär um den Antrag für die europäischen Kooperationsprojekte, also ein paar Tipps und Tricks und Hinweise. Also der 1. Juli, nächste Woche von 10 bis 12 Uhr. Ich darf auch einblenden, die Kontaktdaten von Elisabeth und Esther, die beiden sind die richtigen Ansprechpersonen für den Bereich Kultur und Medien. Und wir haben auch Sandras Kontaktdetails hier für die Alten Abtrealianz. Sollten Sie, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, Fragen haben an unsere Gäste, die jetzt vorgetragen haben, können Sie sich gern an Elisabeth wenden und sie wird Ihnen dann mit einvernehmlicher Abstimmung mit den Vortragenden die Kontaktdaten weiterleiten. Ich hoffe, Sie haben viel heute mitgenommen. Also ich bedanke mich auf alle Fälle ganz, ganz herzlich für eure Zeit. Und jetzt haben wir noch die Einspielung, die Sarah erwähnt hat. Ein einmütiges, ich glaube, sehr passender Abschluss, muss ich sagen, einem Ausschnitt, einem Musikausschnitt. Und das versuchen wir jetzt einzuspielen. Einen Moment. Ein kurzer musikalischer Einblick. Ich bedanke mich, wie gesagt, vielmals bei allen für ihren Vortrag, ihren Input, bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen für ihre Zeit und für ihr Engagement, dass sie auch die Fragen gestellt haben und für Interesse. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Bleiben Sie gesund und hoffentlich bis zum nächsten Event am 1. Juli von 10 bis 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön. Danke an alle. Danke an alle. Bis bald. Danke, ciao. Ciao. Ciao, wiedersehen. Margarete, schön, dich zu sehen. Hallo.